Servus Leute und willkommen zu einem weiteren KF-Livestream. Heute mal mit einem hohen Gast, und zwar dem Schattenmacher. Du darfst Hallo sagen. Ah, scheiße, ich habe mir noch die Aufnahme an. Ja, direkt versaut. Ja, ich fühle mich auch geehrt, hier sein zu können. Und ja, freue mich auf das Gespräch über Leid, so wie ich es in der Ankündigung gelesen habe. Ja, und dann haben wir unseren altbekannten Lambda, den Peter, wieder dabei. Na, servus. Und dem Fritz mal wieder. Guten Abend. So, und bevor wir direkt loslegen, hören wir nochmal ein ganz kurzes Wort von unserem Sponsor. Wir sind eine Demokratie und auch Menschen mit Trisomie 21 gehören zu der Demokratie mit dazu. Wir sind ein freies Land. Genau. Also, wir stehen dann natürlich, wir lieben die Bundesregierung und unterstützen sie in allem, was sie tut. Genau. So, das ich Thema. Stehe auf heute. Dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Amen. Ganz fest. Genau. Thema Leid heute. Und der Auslöser für dieses Thema waren die letzten Videos, die ja, der Schattenmacher hochgeladen hat. Wir haben dazu auch einen Twitter-Post gemacht für das, ja, sagen wir mal, die Pflichtlektüre für diesen Stream. Ich hoffe, ihr habt sie ja natürlich alle angeschaut. Und das war nämlich das Godzilla-Video, wo es halt darum ging, wie Japan sich überhaupt daraus retten kann. Das waren ja diese zwei Teile. Einmal, wo du ein bisschen Statistik-Autismus in guter alter 2016er YouTube-Manier gemacht hast. Und dann nochmal das Video mit dem Godzilla-Film-Review. Und das hat uns auf die Idee gebracht, dass es wirkliche, tiefgründige Veränderungen ohne Krise, ohne Leid gar nicht geben kann. Denn nötiger Wandel bedeutet zwangsweise, dass irgendeiner leidet. Also zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, das Thema mit den Abschiebungen. Entweder leiden die Leute, die abgeschoben werden, oder wir. Aber also wenn sie nicht passieren, leiden wir darunter, als Land, als Nation. Also früher oder später muss einer sozusagen den kurzen Halm ziehen. Aber wenn nötiger Wandel Leid bedeutet und Politiker gewählt werden wollen oder müssen, dann kann man daraus folgern, dass kein nötiger Wandel ohne eine Krise, ohne ein Godzilla-Event
möglich ist. Denn man kann Leid schlecht vermarkten. Also das war auch bei dem letzten Interview mit von der Grauzone mit der Alice Weidel relativ gut rausgekommen. Das hört man eigentlich bei jedem Politiker-Interview, dass dann irgendwann kommt, ja, das müsste man machen, aber versuchen Sie mal eine Mehrheit zu bekommen oder versuchen Sie mal, das irgendwie auf dem Wahlprogramm durchzubekommen. Ja, also in der abstrakten, sehr entfernten Demokratie, die wir so leben, ist das wahrscheinlich so. Ich würde das nicht allgemein sagen, dass man Leuten nicht Leid verkaufen kann. Also ich habe letztens erst vor ein paar Minuten nochmal in Gaetano Moscas die politische Klasse reingelesen und er schreibt, dass man eindeutig beobachten kann, zum Beispiel bei den früheren Aristokratien, also bevor sie sich so verfeinert haben. Also wenn im Wesentlichen der Gutsherr noch an einem Eichentisch mit seinen Bauersleuten da sitzt, also ich meine, auch zu dieser Zeit beutet er die in einem gewissen Maße schon aus. Auch zu dieser Zeit haben die kein leichtes Leben. Aber dadurch, dass er noch einen Umgang mit ihnen teilt, lassen sie sich das viel lieber gefallen. Also die Leute werfen ihre Aristokratie dann auch nicht ab, auch egal wie schlimm die Umstände werden. Aber sobald die Aristokratie sich dann von ihnen entfernt, sobald sie andere Sitten ausprägt und wahrscheinlich auch, sagen wir, rein physisch die Entfernung wächst, weil sie nicht mehr mit ihnen verkehren, dann sind die Bauern viel weniger bereit, ihr Schicksal hinzunehmen. Also ich denke, dass es nicht 100% immer so sein muss, dass Menschenleid nicht verkauft werden kann, aber dass der derzeitige Modus unserer Massengesellschaft es fast unmöglich macht. Ja, weil es ist heute schon so, dass Leid als besonders schlecht angesehen wird, oder? Heute haben wir eine Gesellschaft, die wirklich darauf aufgebaut zu sein scheint, in ihrem Grundzielen möglichst Leid zu minimieren. Und die Leute, die unsere heutige Gesellschaft verteidigen, die, sagen wir mal, Progressiven, die behaupten, heute geht es uns besser, die heutige Gesellschaft ist gut, die führen da eigentlich nur Argumente an, die man auf Leidverminderung zurückführen kann. Oder das ist das klassische, stell dir vor, im Mittelalter, da wärst du gestorben an irgendeiner kleinen Krankheit oder da hat das wehgetan, einen medizinischen Eingriff zu haben und da hat man hart gearbeitet und es hat Unterdrückung gegeben und alles, was sie sagen, heute ist gut, weil wir nicht mehr auf diese direkte Art leiden. Wir haben weniger Schmerzen und weniger Anstrengung. Während wir, wenn wir sagen, warum unsere Gesellschaft schlecht ist, nicht Leid als Grund anführen, sondern hauptsächlich ästhetische Sachen. Sie gefällt uns nicht, sie ist hässlich, sie hat keine Seele und es ist einfach eine unschöne, elende Gesellschaft und das ist, warum wir sie ablehnen. Also bei uns ist diese Leidminimierung nicht das oberste Ziel. Ja, sicher. Also das ist ja auch, glaube ich, so ein pinker Ansatz, Better Angels of a Nature oder sowas, also dass man sich dann anguckt, wie sehr ist die Armutsrate gesunken, wie sehr ist die Kriegsrate gesunken und sowas. Also, und selbst dann, ob die Kriegsrate wirklich gesunken ist, das wird sich noch herausstellen. Also wir haben den letzten verheerendsten Krieg der Menschheitsgeschichte, der ist 70 Jahre her. Also im gesamthistorischen Kontext ist das nicht viel. Da müssen wir erstmal gucken, ob sich das überhaupt noch bewahrheitet. Aber ja, wenn, dann sind das immer sehr diese unpersönlichen Leidvermeidungs- und Wohlstandsindikatoren. Und was dann in der Folge sicherlich der Fall ist, dass niemand mehr es auf den entscheidenden Moment ankommen lassen will. Also aus dieser Leidvermeidung resultiert auch, dass die Politiker sich in Abrede stellen, dass es Situationen gibt, in denen man Leute ins Elend schicken muss, irgendjemanden oder irgendjemand benachteiligen muss, dass man nicht alle Interessen zur gleichen Zeit in vollem Maße befriedigen kann, weil dafür die Ressourcen der Welt nicht ausreichen. Das wird per se in Abrede gestellt. Natürlich wird das funktional manchmal noch getan, so milde es eben geht. Aber würde man einen Politiker fragen, würde er sich darum winden, nehme ich an. Ja, eben, weil wir haben ja wirklich, und das kommt auch von dieser Leidvermeidung, man will nie Leid, man will nie was Unangenehmes machen und dann schiebt man die Probleme immer weiter auf und sie werden immer größer und man schafft es dann noch, sie ein bisschen zu vertuschen, aber es geht halt nicht ewig so weiter und wir haben mittlerweile eine ganze Reihe an Problemen, die so schlimm sind und schon so lang aufgestaut worden sind, dass es wirklich großes Leid geben wird, wenn man sie löst, egal wie die Lösung ausfällt. Oder? Also Remigration ist natürlich das Hauptthema. Wenn wir diese Leute abschieben, dann wird es unschöne Bilder geben und die werden nicht zufrieden damit sein und sie werden leiden. Und das macht es natürlich auch schwieriger, das
das zu vermarkten und das auch zu machen, weil man mit Widerstand von ihrer Seite rechnen muss. Aber wenn wir jetzt den netten Weg gehen und denen richtig viel Geld zahlen und Entwicklungshilfe machen oder was weiß ich was, dann kostet das so viel, dass wir darunter wieder leiden müssen. Also auf jeden Fall wird es Leid geben. Und das noch größere fast Thema, zumindest was Leid angeht, was auch am Titelbild unseres Videos vorkommt, ist das Rententhema. Weil das Rentensystem ist absolut überhaupt gar nicht finanzierbar. Und die Rentner haben sich halt immer fett gefressen mit ihren Renten und dann immer Altparteien gewählt. Niemand traut sich das anzutasten. Aber die Renten müssen drastisch gekürzt werden. Oder wir jungen Leute müssen so extrem viel Steuern zahlen, dass wir darunter leiden und uns selber nichts aufbauen können. Das ist auch so ein unangenehmes Thema, wo es keine angenehme Lösung gibt. Und wo das Thema an sich auch noch extrem langweilig ist, weil bei Ausländern könnte man das Leid zumindest noch verkaufen als, ja, wir müssen unser Land retten. Dafür sind die Leute bereit, ein bisschen was in Kauf zu nehmen. Aber das Rententhema, das ist einfach so ein langweiliges, technokratisches Thema. Und niemand sagt, ich hungere jetzt, damit der Puma seine Rente kriegt oder sowas. Ja, ich denke, langweilig ist nicht das Hauptproblem, also es spielt ein bisschen mit rein, aber vor allem, wir könnten unseren Leuten, den Leuten, die AfD wählen und so weiter, schon auch verkaufen, dass wir andere Leute ins Leid stoßen müssen. Also wenn irgendwelche Ausländer hier raus müssen, weil sie halt in unser System nicht integrierbar sind und so weiter und so fort. Das betrifft die Leute ja nicht selbst. Also da müssen sie sozusagen Leid anwenden. Aber das Rententhema, das betrifft ja auch ihren eigenen Clan und womöglich irgendwann sich selbst. Da müssen sie auch Leid an sich selbst zulassen und das ist schon was anderes. Und ja, wie das immer bedient wird, ich meine, wie das gerne bedient wird, auch in Seiten oder in Reihen der AfD, ist der Technologie-Code. Also wie oft ich das jetzt schon gelesen habe, in Japan oder also die japanische Krise und die südkoreanische Krise, die kann man ja abwenden, weil die alle keine Ausländer haben, durch, was weiß ich, moderne Technologie und Roboter und die versorgen die alle. Also die japanische Bevölkerung sinkt jetzt. Jetzt müssten die Roboter kommen. Wo sind sie? Und damit will ich nicht sagen, dass es gar keine technische Intervention geben kann, dass da nichts möglich ist, aber die Leute, die das tun, Die verkaufen das ja praktisch als gesetzte Sache in Ermangelung irgendeiner realistischen, heute bereits anwendbaren Option. Und das, denke ich, ist ein ganz schöner Cope. Das ist, Genau diese Einstellung hat uns ja erst in diese Misere gefahren. Also wenn man sich mal anschaut, so Tony Blair 2000, in den frühen 2000ern, wo er da frisch an die Macht kam, und eigentlich heute hat er sich noch viel davon gehalten. Er hat diese naive Technikeinstellung, dass das irgendwie fast schon was Magisches ist und also du siehst ihn halt immer, wenn der irgendwo heutzutage Reden hält, bei irgendwelchen Konferenzen, dann guckt er immer sehr, sehr böse, so dieser böse Tony Blair-Blick und der fängt nur an zwei Stellen an zu lachen, wenn es um Digital ID geht und wenn es darum geht, mit Technik hier irgendwie was, also irgendwie Technikträumerei. So, und dieses blinde Vertrauen von wir werden das einfach durch Technologie lösen. Das hat uns erst hier reingebracht, weil genau das war ja auch der Ansatz an der Massenmigration, dass man sagt, wir haben jetzt hier das Problem mit den Renten und ja, dann importieren wir jetzt einfach mal paar hunderttausend, paar Millionen junge Leute und die werden ja bestimmt dann mit ein bisschen Integration und ein bisschen an ein paar managerial Sachen und die Integrationskursen und wir drehen mal an dem Schräubchen und dann wird das alles schon irgendwie funktionieren. Und genau dieser Fehler hat uns ja erst hier reingebracht und der wird uns auch nicht hier rausbringen. Ja. Also, ja, das Ding ist, also ich nenne das gerne die umgedrehte, sozusagen den umgedrehten malthusianischen Fehlschluss. Also das wird den Zuhörern sicherlich bekannt sein. Ein Pfarrer im 18. Jahrhundert namens Malthus hat vorhergesagt, wenn die englische Bevölkerung so weiter wächst, dann wird die sich irgendwann in einen Hungerschock begeben. Also dann wird das viel mehr Leute geben, als die landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu versorgen leisten können. Nur das hat sich nicht bewahrheitet. Das Bevölkerungswachstum Englands ist dann in der Moderne langsam abgeflaut, während die Produktionsmethoden durch bessere Bewässerung und den Verbrennungsmotor und die Düngermittel, die man jetzt chemisch herstellen konnte, sich deutlich gesteigert haben. Also man konnte die malthusianische Falle abwenden. Und seit diesem Augenblick, jedes Mal, wenn irgendein Argument kommt, okay, wir
wir sozusagen verschieben die Verantwortung immer wieder in die Zukunft, das wird schlecht enden, kommt irgendjemand und sagt, ja, das hat ja schon Malthus gesagt, dass das mal irgendwie passiert und deswegen ist es falsch. Ja, aber nur weil Malthus sich damit einmal geirrt hat, heißt das nicht, dass das nicht per se ein valides Argument war. Es war nicht abzusehen zu Malthus' Zeit, dass der Verbrennungsmotor erfunden wurde. Schön, dass er erfunden wurde. Aber für den Rest der Ewigkeit darauf zu bauen, dass uns immer wieder sowas gelingt, das ist naiv. Das ist, die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht null, aber sie ist nicht 100%. Ich würde sagen, sie ist nicht mal größer als ein Drittel. Ja, und hinzu kommt ja dann noch, dass wir eben jetzt fallende Durchschnitts-IQ haben. Also das erschwert ja das noch immer. Also der Grund, warum wir uns ja bis Ende des 19. Jahrhunderts oder 20. Jahrhunderts eigentlich aus fast allen Krisen ja raus Technik, durch Technikspielereien rausretten konnten, war ja eben, weil wir unfassbar hohen Durchschnitts-IQ hatten und ja noch dieses Momentum aufrechterhalten hatten. Ja, ich würde nicht nur sagen, dass das ein hoher Durchschnitts-IQ war, das trägt dazu bei. Das war aber auch noch, also Disziplin, ein ganz anderer, also auch die sozialen Faktoren, die sich ein bisschen schwieriger messen lassen, dass die Züge pünktlich fahren sozusagen, auch wenn die Bomben fallen, das ist ja heute nicht mehr gegeben. Ja, ja, das war ja auch ein sehr, sehr guter Artikel von Morgoth, wo er gesagt hat, complex systems won't survive the competency crisis. Also komplexe Systeme werden nicht die Kompetenzkrise überleben. Und da geht er halt genau darauf ein, dass wir vielleicht noch immer coolere Gadgets erfinden können und hier mal da noch so ein, zwei halbwegs gute Neuerungen machen können. Aber irgendwann fangen dann an, die Flugzeuge aus dem Himmel zu fallen, weil irgendwer das hatte ich ja schon selbst erlebt, ne? Als ich in England war und nach Hause fliegen wollte, ist das gesamte englische Flugsystem abgestürzt, weil irgendwer eine falsche Eingabe in das System gemacht hat. Das war wirklich so ein winzig kleiner Fehler und der hatte gigantische Konsequenzen. Und das war ja noch was relativ Simples. Also da, ja, gab es halt hunderte Stunden Verspätung, aber ja, irgendwie ging es ja noch. Es ist zum Glück keiner gestorben davon. Aber solche Probleme werden immer, immer mehr kommen. Oder wie dieses, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ist ja nur ein halbes Jahr erst her, aber wo in den USA so ein Chemiezug mitten in so einem Dorf explodiert ist, auch weil da irgend so ein Diversity-Hire da so einen kleinen Fehler gemacht hat. Oder dieses U-Boot, passiert ja in den USA überraschenderweise, also oder vielleicht nicht überraschenderweise, immer häufiger. Also ich habe auch den Eindruck, man hört immer mehr aus den USA Berichte über Güterzüge entgleist oder, was weiß ich, Fabrik explodiert, irgendwie sowas. Es könnte eine verzerrte Wahrnehmung sein, aber mir kommt vor, als wäre das damals nicht so häufig gewesen. Naja, der Bioleninismus, der ist jetzt ziemlich stark verwurzelt. Also wir sehen jetzt langsam die Effekte davon. Und das ist halt auch noch so ein weiteres Argument quasi für deine These, die du gar nicht in deinem Video angesprochen hast. Eben dieser IQ, der sinkt, dass die Leute einfach nicht mehr fähig sind. Und selbst wenn deine Urthese nicht zustimmt oder nur in den Grundzügen zustimmt, dass halt der nächste Quantensprung, um es jetzt mal so zu nennen, halt einfach exponentiell weiter entfernt ist als der letzte. Und wir halt dann einfach dran zerbrechen werden, einfach weil die Leute es nicht mehr können. Weil wir einfach irgendwie 5 Millionen Schwarze durchfüttern müssen. Oder 1,5 Milliarden. Ja, also genau, man darf es ja auch nicht vergessen, wenn man sich, also die ganzen Erfindungen, die gemacht wurden und der technische Fortschritt, der war ja auch zu enormen Anteilen ein Resultat einfach der gestiegenen Bevölkerung. Also der stark steigenden, exponentiell steigenden Bevölkerung. Also die europäische Bevölkerung hat einen Durchschnitt von 100, Durchschnitts-IQ von 100. Ja klar, aber es gab, was weiß ich, 1800 fünfmal weniger, als es dann 1950 gab. Und natürlich konnte man dann auch erwarten, dass es fünfmal mehr Patente und das alles gibt. Solange das Feld der Wissenschaft eben noch nicht groß abgegrast war. Und wir können jetzt, wie gesagt, darüber streiten, ob das abgegrast ist. Ich denke schon, dass es dafür Argumente gibt, aber das ist ja unerheblich. Jetzt haben wir allein aufgrund der Bevölkerungsdynamik, der wir entgegengehen, schon nicht mehr die Methoden oder nicht mehr die Grundlagen, die Ressourcen, die bisherige Innovationsrate aufrechtzuerhalten. Und das sieht man ja auch. Ja. Aber um nochmal um das Urthema zurückzukommen. Das ein wichtiger Aspekt, der halt Leid eigentlich ja, dem
zugutekommt, um es jetzt mal so zu sagen, viele gute Kunst wird nur in quasi Zeiten der Krisen, entweder persönliche Krisen für den Künstler oder gesellschaftlichen Krisen, sind darin entstanden. Und ja, wir sehen es ja quasi jetzt, also ich hatte letztens auf Twitter so einen Post gemacht, wo du halt einfach siehst, was da dieser Brunnen, der in Wien hingebaut wurde, das sieht halt einfach aus wie so eine Kleckselburg von so einem Dreijährigen. Und also spirituell ist das halt so eine lange Friedensphase oder sagen wir mal eine krisenfreie Zeit. Es muss ja nicht unbedingt Krieg sein, es gibt auch andere Krisen. Ist halt einfach tödlich für Kunst. Also ich meine, Fritz, du kennst dich ja in der Musik gut aus. Also ich würde dir erstmal grundsätzlich widersprechen, dass das von einem Dreijährigen stammen könnte. Denn dieser Brunnen, den man jetzt da in Wien bestaunen kann, der ist ja mit Absicht hässlich. Und ich glaube, ein Dreijähriger, der malt nicht mit Absicht hässlich. Der versucht ja, trotzdem irgendwie schön zu malen. Ja, unser Gegner ist halt einfach böse. Genau, unser ja, das sowieso, ne? Das macht es ja noch schlimmer, wenn es nicht fehlendes Talent ist, sondern absichtliche Bösartigkeit. Und das ist es ja wirklich bei vielen. Ich meine, schau dir Picasso an. Der konnte gut zeichnen, wenn er es wollte, aber er wollte es halt nicht, ne? Und ich meine, also einerseits dieser Verlust von Ästhetik in der Kunst hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man am Anfang des 20. Jahrhunderts damit ja übermüdet war, quasi. Also man hatte die Schnauze voll von guter Kunst und deswegen hat man bewusst halt die Ästhetik oder die ästhetischen Regeln, die es bis dahin gab, über den Haufen geworfen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, um jetzt nochmal auf das Thema Leid zurückzuführen, dass halt Leid schon eine gewisse Rolle spielt, insofern, dass man, wenn man gelitten hat, sowohl persönlich als auch in gesellschaftlicher Ebene, erstmal überhaupt Schönheit und Glück zu schätzen weiß, als wenn man die ganze Zeit glücklich und ohne Sorgen gelebt hat. Also das fängt ja dann damit an, ich glaube, Stadtmacher, du hast das mal in irgendeinem deiner Videos von ganz früher erwähnt, dass die Kriegsgefangenen in Kamtschatka, die deutschen Kriegsgefangenen in den russischen Gulags und Kamtschatka, den Sonnenaufgang, sowas Simples wie einen Sonnenaufgang zu schätzen. Ja, das war tatsächlich waren das Gefangene im deutschen KZ. Aber von solchen Netzchen ist wahrscheinlich Ähnliches zu erwarten, ja. Ja, also halt durch dieses massive Leid, dass man halt solche simplen Sachen zu schätzen weiß. Und ich glaube, gerade so dann in der Zeit, wo dann sich, ich sag mal, die Meister herausgebildet haben, hat persönliches Leid auf jeden Fall eine Rolle gespielt, wenn es darum geht, Musik zu schaffen. Also Beethoven ist ein gutes Beispiel. Wäre er nicht taub geworden und hätte er nicht diesen Willen gehabt, quasi zumindest es zu versuchen, der Natur etwas zu widersetzen, dann hätte er wahrscheinlich die späteren Sinfonien nie geschrieben. Und die ganzen Klaviersonaten. Oder Bach hat in seiner Zeit, ich glaube, 13 Kinder verloren und eine Ehefrau. Und auch das hat natürlich dann einen Einfluss auf den Charakter. Also man kann aber auch Leid auf, ich sag mal, geringer Ebene ebenfalls als etwas Charakterbildendes wertschätzen. Also um seinen Körper schön zu formen, muss man ja auch trainieren und Sport machen. Und das ist ja in gewisser Weise auch Leid. Also zumindest nicht bequem. Ja, ich weiß nicht, was da einem auffällt, ist, dass dieser Kontrast zwischen einem direkten Leid, so dass man halt Schmerz hat oder jemand stirbt oder dass es anstrengend ist, Sport zu machen, was aber dann im Endeffekt eh einen erfüllter macht, oder dieses elende indirekte Leid, was wir heute haben, dass die Leute depressiv sind, weil die Gesellschaft schlecht ist. Also direkt, der Linke würde jetzt den Weg des geringsten Widerstands nehmen und sagen, ich mache keinen Sport, weil das ist ja anstrengend und das kann ja wehtun und weiß nicht, das kostet Aufwand. Aber er ist dann halt ein Fettsack und ist dann die ganze Zeit depressiv, weil er fett ist. Aber es gibt halt nie dieses riesengroße direkte Leid, wie wenn er einmal einfach was machen müsste. Und das ist so auch so eine elende Sache in unserer Welt, dass die Leute immer lieber dieses langsame, zersetzerische, indirekte haben, als einfach kurz einmal was zu erdulden und dann davon zu profitieren. Ja,
Ja, das sieht man ja auch in der Kindererziehung eigentlich. Das wird ja in der Kindererziehung werden die Grundlagen gelegt. Und ich habe mir neulich nochmal auf Anraten den Seewolf angesehen. Also das ist ja so ein Film aus den 1960er Jahren aus Deutschland so. Und da kommt auch eine Szene vor, in dem ein Junge aus dem begüterten Haus sich mit irgendwelchen Straßenkindern balgt und dann nach Hause kommt und dann sein Vater sagt, na, was hast du denn gemacht? Jetzt geh aber mal hoch auf dein Zimmer, du hättest ja deine Hausaufgaben machen müssen oder sowas. Das ist also noch relativ freundlich, das ist, was er sagt. Und der Film schließt schon die Konklusion oder der Sprecher schließt die Konklusion, okay, in meinem Elternhaus werde ich von Leid ferngehalten, hier werde ich behütet. Also heute wird die Reaktion, du gehst zur Polizei oder rufst einen Anwalt und rastest aus und die Mutter kriegt einen hysterischen Anfall oder sonst irgendwas, aber da kann man sich ja vorstellen, was noch vor den 60er Jahren mal die Einstellung zu Leid war. Und das ist ja so, die Leute waren viel gröber in früheren Zeiten, viel resistenter gegen all das. Und sollte das wiederkommen? Und wenn kann man das künstlich wieder in die Welt bringen? Glaube ich nicht, dass du das künstlich machen kannst. Also mir fällt da so eine Episode ein, und zwar von, als ich noch meine Urgroßmutter erlebt hat. Und die hatte auch, ich glaube, 14 Kinder. Und da kam halt so einmal so ein Kommentar von der ab, als quasi einer ihrer Enkel sich halt mit dem Motorrad um den Baum gelegt hat, meinte sie halt so ganz, ganz rau einfach nur so, naja, deshalb zeugt man ja Dutzende, ne? So, also so war halt die Herangehensweise der Kriegs- und Nachkriegsgeneration. So halt einfach. Ja, gut, aber das sage ich ja heute noch, ne? Man macht drei Kinder, dass wenn eins kaputt geht, man noch zwei hat. Also das ist. Ja, so, aber diese Herangehensweise ist halt einfach nicht mehr, überhaupt gar nicht mehr da. Und die kriegst du eigentlich, du kriegst sie nicht durch Gesetze oder durch eure Initiativen und so weiter, kriegst du nicht mehr zurück. Also, ich weiß nicht, ob man die nicht, also für den allgemeinen Menschen, das weiß ich nicht, aber mir sind diese ganzen Gedanken ja auch nicht von alleine gekommen. Ich bin vielleicht genetisch oder meiner Natur nach dazu veranlagt, aber auch ich habe ja durch die Lektüre und was weiß ich, bestimmt durch viele YouTube-Videos, durch den Kontakt mit Kultur früherer Zeiten erstmal eine Perspektive zu diesen ganzen Dingen bekommen. Ich denke also, auch diese positivere Einstellung zu Leid, die ist bei mir nicht rein organisch gewachsen oder rein oder primordial immer da gewesen, die rührt auch aus der Kultur her, mit der ich mich selbst umgeben habe. Und ich nehme mal an, wenn wir eine kriegerische Kultur wieder etablieren könnten, nun, vielleicht können wir nicht alle zu groben Bauern machen, vielleicht ist das auch nicht das Ziel, aber dass man da ein bisschen was anrichten könnte, das würde ich nicht in Abrede stellen. Dann bin ich mir nicht sicher. Natürlich, also es ist ja ähnlich die Frage überhaupt mit dem Geburtenraten. So, natürlich kannst du durch, sagen wir mal eine Ästhetikoffensive, könntest du halt da ordentlich einen positiven Effekt wahrscheinlich rausholen. Natürlich kommt halt noch hinzu, dass die Masse dann quasi quasi ihren Vorbildern folgt. Und wenn die Vorbilder halt jetzt meinetwegen, keine Ahnung, Graf Spee sind und nicht hier Ali von der Dönerbude oder hier so ein Rapper-Heini, dann werden die halt wahrscheinlich auch eher danach gehen. Aber trotzdem ohne einen starken, sagen wir mal, Umweltimpuls, einen starken Selektionsdruck von außen, wird sich das nicht mehr resetten lassen. Also, das mag so sein. Das Problem ist, wenn das so ist, wenn es nicht geht, egal mit welchen Mitteln, dann können wir das Rad der Geschichte natürlich auch nie irgendwie anhalten. Dann werden wir immer wieder diese Zyklen durchleben, bis ans Ende der Tage. Weil dann wir immer wieder dazu verurteilt sind, irgendwann in dekadente Zeiten hineinzurutschen und, wie gesagt, das Meme durchzuleben, ja? Hardman, Create Good Times und dann immer so weiter. Ja, aber ich meine, natürlich wird jetzt, also sagen wir jetzt mal so, wir erleben jetzt eine komplette Stagnation. Ich glaube, so ein Szenario wie Warhammer 40k wäre dann halt wahrscheinlich schon relativ realistisch, zumindest für eine gewisse Zeit, wo es halt einfach, ja, man hat vielleicht noch ein bisschen die Technologie, aber man kann sie nicht mehr wirklich in dem Maße oder überhaupt gar nicht mehr nachproduzieren. Es wird dann halt einfach wieder eine raue Zeit und irgendwann daraus kommt dann, also die ganze Technologie wird ja nie, geht ja nicht direkt verloren. Also da muss ja wirklich schon ein komplett krasses globales Event passieren. Das heißt, du hast halt schon zwar einen krassen Rückschritt, aber bist halt schon irgendwie an einem anderen Punkt als ja die Ritter um 800, weißt du?
Ja, das ist sicherlich so. Also wir werden nie wieder in die voraufklärerischen Zeiten ganz zurückgeworfen werden. Ich glaube, der Zug ist tatsächlich abgefahren. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr vergessen, dass die Welt nicht aus Erde, Feuer, Wasser und Luft besteht, sondern aus den Elementen. Ich weiß nicht. Ich werde mir manchmal ehrlich gesagt nicht so sicher. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendeine Art oder einen so krassen technologischen Zusammenbruch geben könnte, durch was auch immer verursacht, ob jetzt nun durch mangelnde Kompetenz oder durch irgendeine Naturkatastrophe oder was auch immer, dass halt die Menschheit wieder in diesen Zustand zurückgeschleudert werden könnte. Dass halt ja, auch die Erinnerung irgendwann verblasst. Ja, das merkt, ist aber ja, so. Weil man merkt ja, wie dumm die Leute teilweise sind. Also ich bin mir nicht sicher, ob der durchschnittliche Zoomer weiß, dass die Welt aus Elementen besteht und nicht aus Feuer, Wasser, Luft. Also, das ist wirklich erschreckend, was für Wissenslücken es da gibt, auch über Pflanzen und über die Natur und so weiter. Und die ausländischen Zoomer, die wissen wahrscheinlich noch weniger darüber. Meine Mutter ist Lehrerin und sie hat mir mal erzählt, sie hat Kinder in der Schule, im Gymnasium, also nicht Kleinkinder, Ausländer, die nicht mal wissen, was ein Wald ist. Und zwar nicht, weil sie das Wort nicht kennen, sondern weil sie das Konzept nicht kennen. Also ich glaube, man sollte niemals die Dummheit der meisten Menschen unterschätzen. Und ja, vor allem, selbst wenn man sich an die Technik erinnert, kann es vielleicht sein, dass man sie nicht mehr aufrechterhalten kann, weil sie diese extrem komplexe Gesellschaft braucht, wie du schon gesagt hast. Also, wenn eine Sache kaputt geht, dann geht das halt nicht mehr. Das glaube ich auch, dass wir womöglich nicht in der Lage sein werden, ich weiß nicht, internationalen Flugverkehr aufrechtzuerhalten oder Teilchenbeschleuniger zu bauen, einfach weil die ökonomischen und gesellschaftlichen Grundlagen dafür nicht gegeben sind. Das ist durchaus realistisch. Also der Fall des Römischen Reiches war ja auch so ähnlich. Die Leute haben nicht vergessen, wie eine Fußbodenheizung funktioniert zunächst oder wie man große Stadien baut oder sowas. Aber die ökonomischen Gegebenheiten für das alles waren nicht mehr da. Man konnte nicht mehr zentrale Städte planen, sie dann bauen, weil die Reiche alles viel kleiner waren. Und dann irgendwann, weil auch die Schrift- und Speicherkultur damals nicht so fortgeschritten war, ging das Wissen tatsächlich verloren. Und ich meine, das passiert halt immer wieder, dieser Zyklus des Wissens verloren gehen. Ich meine, das ist ja nicht beim Römischen Reich so, das war ja, weiß nicht, beim alten Ägypten auch so. China ist fünfmal durch den Feudalismus abgeschafft, Feudalismus, also die haben den Zyklus fünfmal gemacht schon. Naja, aber ich meine, zum Beispiel, man fragt sich ja teilweise bis heute, oder man hat sich sehr lange gefragt, wie wurden diese blöden Pyramiden errichtet und wie sahen sie eigentlich ursprünglich aus? Und man hat sogar eher vermutet, dass es Aliens gewesen sein könnte, zumindest manche, anstatt zuzugeben, dass es halt auch schon vor 4000 Jahren Menschen gab, die technologisch sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten waren. Und nun gut, auch wenn sie keine Elektronik hatten, trotzdem ein technisches Wissen hatten, was unseren in gewissem Maße ebenbürtig ist. Oder wie wurden Dinge wie Stonehenge errichtet? Das weiß auch kein Schwein mehr. Und trotzdem muss es ja irgendwie einen Nutzen gehabt haben. Und trotzdem müssen sie ja irgendwie gewusst haben, dass zur Wintersonnenwende die Sonne genau so einfällt mit ihrem Licht. Also. Ich denke mal schon. Ich habe halt manchmal den Eindruck, es gibt eine Art abendländische Hybris, die sich diese Vorstellung verweigert. Naja, also gewisse, also sagen wir jetzt mal, gewisse Regionen und Völker haben die Angewohnheit, immer wieder Hochkulturen herauszubringen. Das sind zum Beispiel die Perser, die Chinesen und die Europäer. Also immer wieder kommt es bei denen vor, dass quasi etwas aufblüht, etwas untergeht und dann kommt danach wieder was Neues. Andere Völker haben diese Eigenschaft nicht. Könnt ihr euch ja denken. Und die Sache ist halt, glaube ich, eher nicht so, dass Technologie damals wirklich so vorhanden war, weil das ist schon so ein bisschen was Einzigartiges, was aus der faustischen Zivilisation rauskam, sondern so, also schlaue Menschen gab es ja damals auch schon. Also ich denke mal, nur war wahrscheinlich dieses große Technologienetz einfach nur nicht da. Ich glaube, dass das mit der Technologie auch stark überschätzt wird, weil wenn wir uns heute Technologie, moderne Technik vorstellen, dann denken die meisten an Elektronik oder an Verbrennungsmotoren oder Kohlekraft. Aber diese Sachen sind im Grunde nur eine neue Antriebsmöglichkeit für schon lange bestehende Technologien. Also im Mittelalter haben die Leute ja nicht Steine geklopft wie in der Steinzeit, sondern sie haben ja auch Maschinen gehabt mit Zahnrädern und so weiter und hochkomplexe Sachen, die so komplex sind, dass ich sie gar nicht bauen könnte. Nur haben sie halt die nicht mit Kohlekraft oder mit Strom angetrieben, sondern mit Muskelkraft, was ein bisschen ineffizient ist. Aber die Technologie ist so sehr,
die heutige Technologie so sehr überzubewerten, nur weil wir neue chemische Antriebsmöglichkeiten haben. Das finde ich, da unterschätzt man auch die Leute in der Vergangenheit. Ja, und es gibt ja auch Technologien, die nicht nur aus Metall gebaut sind, also soziale Technologien. Wie viel sozialer Wandel stattgefunden hat über die Jahrhunderte, wie gesagt, vom Feudalstaat zum Beamtenstaat oder vom pastoralen Staat zum Feudalstaat, also all das, das sind keine kleinen Veränderungen und nur wir in unserer Zeit leben, sollten wir das nicht unterschätzen, was das bedeutet. Ein Gedanke, der mir dann noch gekommen ist, zu dem Verlust und der Unausweichbarkeit sozusagen härterer Zeiten, ist, die meisten technologischen Systeme oder die meisten Hilfsmittel, die wir benutzen, Satelliten, Autos, Computer, nichts davon hält länger als 20 Jahre. Also 20 Jahre ist schon lang geschätzt, Satelliten halten 20 Jahre. Autos, wenn man Glück hat, 20 Jahre und der durchschnittliche Computer hält 5, vielleicht 4, ich weiß es nicht. Man muss sich mal überlegen, wenn hier irgendwie eine Krise irgendeiner Art mal so richtig reinmettelt, eine Rohstoffkrise, eine Energiekrise, eine große internationale Blockade, sonst irgendwas, dann wird es sehr schwer, die Technologie, an die wir uns jetzt gewöhnt haben, auf dem Niveau, an das wir uns das gewöhnt haben, aufrechtzuerhalten. Das denke ich auch. Und da könnte auch womöglich, Wissen verloren gehen. Das ist ja auch die Frage, ne? Wie wird Wissen heute gespeichert? Klar, auf hauptsächlich digitalen Medien, aber die zu unterhalten, das kostet auch Geld. Und wenn Geld nicht da ist, dann wird auch viel vom Internet einfach gelöscht werden, nehme ich an. Also wenn jetzt hier die große Wirtschaftskrise sich anberaumt, dann wird YouTube oder sowas wahrscheinlich nicht in der Lage sein, seine gesamte Datenbasis zu halten und sich dafür zu entscheiden, die 50% am wenigsten geschauten Videos schon mal, die wahrscheinlich alle nur 5 Views im Schnitt haben, zu löschen. Ja, ja. Also man kann eigentlich sagen... Dazu ganz kurz... Lukas B. sagt, mein Moped fährt seit 65 Jahren und dazu kann ich nur sagen, wer IFA fährt, fährt nie verkehrt, auch in der nächsten großen Krise. Ja, also man muss schon sagen, dass halt die technologische Gesellschaft auf sehr, sehr tönernen Füßen gebaut ist. Und ich meine, Muskelkraft oder die Arbeitskraft von irgendwelchen Tieren oder so, also bei Pferden oder Ochsen, die ist leichter zu erhalten und zu generieren als weiß ich nicht, ja, halt die Server von YouTube, ne? Und ich habe halt den Eindruck, dass viele gerade Leute, die nach dem Fortschrittsdenken anheimgefallen sind, sich dieser Problematik gar nicht bewusst sind oder bewusst sein wollen. Ja, wie gesagt, also ich denke, es ist halt der große Cope. Und ja. dieser Cope ist vor allem in der Boomer-Generation sehr stark vorhanden gewesen und der ist auch in unserem Lager, wie gesagt, nicht gänzlich, oder wir sind nicht gänzlich frei davon. Also wenn ich mich mit AfD-Abgeordneten unterhalte, hin und wieder mal, wie die Wahlkampf machen, ich meine, die müssen ja auch immer schön positiv sein oder sowas, also bei denen, gerade die Leute, die zu der Boomer-Generation sprechen, da gibt es im Wesentlichen die ungeschriebene Regel, den Leuten zu suggerieren, wenn die Grünen mal weg sind und wir in der Macht, dann sind hier wieder blühende Landschaften. Dann ist ewiges ökonomisches Wachstum, dann ist es zurück zu den, 60ern oder zurück zu den 90ern, sonst irgendwas. Also, dann sind die Probleme weg, dann geht das Wirtschaftswachstum ewig weiter. Womöglich aber dann doch nicht. Also, und für diesen Gedanken, das zuzulassen, dafür finde ich mehr Bereitschaft in der jungen Generation als in der alten. Ja, also durch diese Problematiken, die wir auch an eigener Haut spüren, ist halt diese Fortschrittsgläubigkeit langsam zurückgetreten in unserer Generation. Und es wird wahrscheinlich auch immer weniger, kann ich mir vorstellen. Und das ist natürlich eine positive Entwicklung, wenn die Leute nicht mehr an Fortschritt glauben. Sowohl in gesellschaftlicher Hinsicht, ja. Also wir sind ja natürlich nicht gesellschaftlich fortschrittlich, sondern anders. Und sowohl als auch in technologischer Hinsicht. Also, dass halt dieses immer weiter wachsen, dass diese Denke irgendwann aufhört, ist eine gute Sache. Weil sie uns halt wieder auf den Boden der Tatsache zurückzieht.
Ja, ich weiß nicht, ich würde gar nicht so weit gehen zu sagen, dass es notwendigerweise eine gute Sache ist. Wenn man wachsen kann, nicht an Wachstum zu glauben, ist natürlich auch dumm. Aber es wird irgendwann überlebt sich halt diese Vernunft, und wenn Wachstum dann nicht weiter möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, und man immer noch darauf insistiert, dann wird es dumm. Also wie das Machiavelli schon sagte, alle Mittel können hilfreich sein, aber die meisten Herrscher fallen halt deshalb, weil sie sich an liebgewonnene Methoden gewöhnt haben und weil sie einmal damit Erfolg haben, sie immer wieder anwenden, auch wenn es offensichtlich bereits ist, dass sie denselben Erfolg damit nicht mehr einheimsen können. Ja. So, aber ein Punkt, der mir persönlich noch, also kurzfristig sehr viele Sorgen macht, ich meine, so hier die Kompetenzkrise, das ist eher so ein sehr langfristiges Ding. Also das wird sich, wenn das jetzt so weitergeht, die nächsten 40 Jahre richtig entfalten. Aber was mir jetzt kurzfristig Sorgen macht, ist, dass es vielleicht gar keine wirklich kompetenten Leute in der zweiten Reihe gibt. Also da komme ich nochmal zurück auf das Godzilla-Video von dir. Da war es halt auch so, die Prämisse in dem Film, ja, dass halt vielleicht die alten jetzigen politischen Akteuren vielleicht ein bisschen eingerostet waren und eher so an ihre Karriere gedacht haben. Aber dann in der zweiten Reihe waren halt Leute da, die kompetent sind und quasi zu der Krise quasi sich entfalten können. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr wirklich so gegeben. Also selbst wenn jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, also eine wirkliche Pandemie bricht aus. Also nicht so dieses bisschen China-Husten, sondern halt wirklich was Krasses. So wirklich, ja, schwarzer Tod mäßig. Ich glaube, es würde da nicht mal wirklich jemand an der Spitze sein, so auch nur in der Nähe der Spitze der Entscheidungsposition, der halt eine klare Linie fahren könnte. Die gesamte Antwort auf sowas würde mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit komplett feminin ausfallen. Wirklich so mit Mikroterrorismus, so dieses, also es würde einfach so dieses klare, wir machen jetzt mal irgendwas, und es würde das einfach fehlen. Es will keiner mehr Verantwortung nehmen, und dann die Leute, die sich jetzt quasi nach oben wieseln, das sind ja Invertebraten, also das einzige Merkmal, was sie haben müssen, ist Rückgratlosigkeit, weil du musst halt dich einfach nur nach der Parteilinie gut biegen müssen. Und diese Leute, wenn sie mal wirklich vor einer Krise stehen, dann die sind einfach Füchse, die können damit nicht umgehen. Ja gut, klar, also wir sind wahrscheinlich in der Menschheit noch niemals an einem Punkt gewesen, in dem die herrschende Ideologie so global, so weitreichend und so tief alle kompetenten Leuten von den Positionen der Macht fernhält. Das mag schon so sein. Weiß ich nicht. Es gibt uns. Ich halte uns für kompetent, oder die Leute, die aus unserer Ecke des Internets und auch der echten Welt sich rekrutieren. Also ich habe schon eine Menge Leute getroffen, die ich im Wesentlichen für kompetent halte, wenn ich einen Staat führen müsste. Ja, die sind aber auch natürlich alle relativ weit entfernt von der tatsächlichen Macht. Das heißt, wenn wir uns als Gegenelite betreffen, dann müssen wir uns deutlich mehr als Gegen begreifen als Elite, zumindest formal, weil wir nicht weit oder sehr weit davon entfernt sind, tatsächlich die Führung zu übernehmen. Ja, gut. Daran können wir nichts ändern, aber weil wir daran nichts ändern können, weiß ich auch nicht, ob man sich darüber so groß Sorgen machen sollte. Man tut halt das, was man für richtig hält, egal wie das kurzfristige Ergebnis sein wird, weil einem eigentlich keine Option bleibt, ne? Also, wenn man Erfolg hat, dann nur so. Ja, ich weiß auch nicht, was wir jetzt groß als Lösung anbieten sollen, weil das Thema ist ja, es gibt unlösbare Probleme oder es kommen Probleme auf uns zu. Ich finde, wichtig ist, dass wir uns mit der Einstellung oder mit der Gewissheit anfreunden, es kommen schwierige Zeiten und es wird Leid geben. Also, dass wir uns selber auf jeden Fall loslösen von diesen progressiven Mythen, dass alles immer besser wird. Wir müssen uns klar werden, es wird Leid geben, und uns darauf vorbereiten und darauf einstellen. Und dass danach was Besseres kommt, das kann ja sein, aber es wird halt eine schlechte Zeit geben. Und hier einer, sehr exemplarisch, der sagt dann in den Kommentaren, die Raumfahrt
schafft das Platzprobleme unseres einzigen Planeten hinfort. Und das ist halt ein Musterbeispiel für so progressiven Technik-Idealismus. Das glaube ich, das stimmt überhaupt nicht. Also Raumfahrt, das findet man cool, wenn man 10 Jahre alt ist. Und das ist ja auch von der Idee her cool. Aber Raumfahrt ist halt extrem teuer. Und wo soll man hinfliegen? Der Mars ist ein schierer Planet und die Venus ist ein noch schierer Planet. Halt, was soll man genau machen? Ich will ja nicht am Mars leben unter einer gigantischen Käseglocke. Das ist ja, da leide ich ja noch mehr als auf dieser Erde. Ja, vor allem muss man irgendwann mal auf den Tisch klopfen und die Leute wachrütteln und sagen, nichts davon passiert. Nicht in irgendeiner Zeitskala, die für uns relevant ist. Wir haben nicht ein Quadratmeter der Sahara terraformt, aber wir fliegen jetzt zum Mars, zu einem Planeten, der, was weiß ich, 40 Millionen Kilometer entfernt ist und terraformen den ganzen Planeten oder was. Das ist doch alles Irrsinn. Und selbst wenn das ginge, selbst wenn das irgendwie möglich würde, das würde wahrscheinlich Tausende, wenn nicht Millionen von Jahren dauern. Also gut, klar, wir könnten eine Raumstation da oben bauen für exorbitante Kosten. Und was, wie viele Leute könnten da leben? 300? Und du wirst nicht dabei sein. Also ich will jetzt nicht den Technik-Downer spielen, aber das ist halt, das sind halt die Copes, die erzählt werden, an deren Umsetzung praktisch nicht gearbeitet wird. Ja, ich weiß, dass Elon Musk eine Rakete da baut oder sonst irgendwas, aber Elon Musk erzählt den ganzen Tag irgendwas. Das ist sehr unrealistisch, dass irgendwas davon passieren wird. Zumindest in den nächsten 100 Jahren. Ja, gell, das frage ich mich auch. Wie kann man so an diese Raumfahrtsachen glauben? Es gibt halt diesen Science-Komplex und diese ganzen YouTube-Videos, die dann über Raumfahrt sind. Und das ist ein cooles Thema für Kinder, aber ist ja völlig realitätsfern. Wir haben es geschafft, unter enormen Kosten ein paar Menschen auf den Mond zu bringen. Und was hat es gebracht? Nichts. Halt Prestige. Aber jetzt für unseren Wohlstand hat es überhaupt nichts gebracht. Es war nur eine Kostensenke. Also das ist halt, ja, Raumfahrt wird unsere Probleme nicht lösen. Und generell die bloße Idee, oder dieses, mittlerweile ist es einfach nur noch ein Hoffen, weil man der Realität nicht ins Auge sehen will. Irgendwann kommt die Technologie, die alles lösen wird. Und darum können wir, wenn wir es schaffen, das Rentensystem noch einmal 20 Jahre im Laufen halten, dann gibt es die Pflegeroboter und dann ist alles gut. Oder? Und da sind eben deine Videos auch sehr passend zu dem Ende der Wissenschaft und auch, dass die KI nicht so super toll ist. Und dann, wenn das Thema Energie einmal kommt, dass eben diese Techniklösungen sehr wahrscheinlich nicht kommen werden oder nicht so groß sein werden, wie sie sein müssten, um die Probleme zu lösen. Ja, und vor allem müssten sie ja jetzt kommen. Wie gesagt, Japans Bevölkerung reduziert sich jetzt, unsere Rentenprobleme sind jetzt da. Und also, so ein bisschen haben das unsere geliebten Führer ja versucht mit der Elektromobilität. Also die wollten ja tatsächlich da auch das große Wirtschaftswachstum und die große Wende auf den Weg bringen. Das, also von Anfang an stand ich dem sehr skeptisch gegenüber, aber mit jedem Jahr, das vergeht, also wird es doch immer eindeutiger, dass wahrscheinlich auch das nicht so klappen wird. Nicht ansatzweise in den Proportionen, in denen sich das wünschen. Wie gesagt, ich habe das neulich mal in einem Twitter-Tweet geäußert. Wie gesagt, man will ja alle PKWs, alle LKWs, Schiffe, Flugzeuge und alle mobilen Industriemaschinen, wenn es geht, von Öl auf irgendwas Regeneratives umsetzen. Am besten Elektro oder sowas. Und derzeit ist der Flottenanteil von Elektromobilität in Deutschland ist 2% in Deutschland, dem Land der Elektrowende oder dem Land der Energiewende. Also angesichts dieser Proportion, und es gibt ja auch schon Studien, eine aus Finnland, eine sehr große, die sagt, es gibt auf der ganzen Welt nicht genug Lithium, um das zu bewerkstelligen. Und die Kosten sind dann noch gar nicht mit einberechnet. Sehe ich das immer weiterhin wegkopen. Und ich glaube, dass auch wenn das Leute auf unserer Seite machen, das ist letztlich der Versuch, die leidfreie Welt zu erschaffen. Und das finde ich deshalb so seltsam, dass wir das versuchen, weil die auch aus einem abstrakten oder rein idealistischen Winkel heraus für mich nicht sehr attraktiv ist. Also, wenn man mir die Wahl gibt, meine Kinder, Nachkommen, meine nächsten Anverwandten völlig von Leid frei zu halten, dann würde ich Nein sagen. Weil die Leute, die dabei herauskommen, halt solche vegetarisch gezüchteten Hindu-Kühe sind oder sowas. Also, die bringen ja nichts mehr zustande. Die stehen auf der Weide und mampfen ihr Gras. Also, das, was der moderne Mensch als Äquivalent heute tut. Und das ist doch nicht ästhetisch, das ist doch nicht ansprechend. Nichts davon ist erstrebenswert. Also wir brauchen schon den Kampf als inneres Erlebnis, nicht? Um es mal mit Jünger zu sagen. Ja, klar, also vielleicht nicht den ständigen Kampf, es muss auch hin und wieder mal Frieden geben, aber das, ja, das ist richtig, die Bereitschaft. Ja. Hier kam ein sehr interessanter Einwurf von Metal Car. Er schrieb, also ich denke, dass ein großer Teil der technischen Gesellschaft sehr antifragil ist. Sehe Kriege und auch Corona.
auch ist viel Wissen in Buchform existent und auch existiert viel Wissen in Experten selber. Langlebigkeit kann auch adressiert werden. Klar, also fangen wir mal von hinten nach vorne an. Das Langlebigkeit ist halt wirklich nur ein Produkt davon, dass wir einmal ein, ja, dass wir Finanzsystem haben, was wir klingen dann auch wahrscheinlich schon wie ein kaputter Plattenspieler, weil wir das was jedes Mal mit anbringen. Aber einmal das schlechte Geld und auch der quasi volle Markt. Also es gibt ja einmal durch die sinkende Bevölkerungszahl nicht mehr wirklich was, wo du neu rein expandieren kannst. Also diese Nischen sind halt immer kleiner. Du kannst halt nicht mehr einfach sagen, indem du wie um 1900 rum sagst, oh, ich mache jetzt mal Lidl auf und mach da hier mal so die ganz krasse neue Idee. Und also wir sind halt einfach in einem gesättigten, stabilen Markt. So, und wenn du jetzt quasi als Waschmaschinenhersteller da gute Waschmaschinen herstellst, die halt einfach ja 30 Jahre leben oder 50 Jahre, ja, du bist halt relativ schnell out of business. So, ja. Das ist der Punkt. Natürlich ist Langlebigkeit einfach relativ leicht adressierbar, aber das ist halt auch wieder so ein Punkt der Stagnation, die davor kommt. Und dann noch das Wissen. Es geht ja nicht nur darum, dass es keine schlauen Menschen mehr gibt. Also ich denke mal, heutzutage jemand, der sich wirklich ransetzt und wirklich auch die biologischen Fähigkeiten mitbringt, kann Höhen erreichen, die vor 100 Jahren fast unmöglich waren. Weil man halt einfach schon viel leichter an Wissen kommt. Nur leider ist halt auch viel, viel mehr Müll drum und man muss halt seine Dopaminrezeptoren ein bisschen schonen. Aber wenn man sich wirklich da ransetzt, kann man viel, viel höher fliegen. Ja. Das Problem sind aber nicht diese einzelnen Leuten, sondern dass die durchschnittliche Qualität der Masse einfach sinkt und dass halt auch nicht mehr die Fähigkeiten in den wichtigen Positionen drin sind. Dass du mehr Diversity-Hires bekommst, dass halt die Systeme verrotten von unten nach oben. Ja, genau, ich finde, das ist eigentlich ein sehr interessanter gegensätzlicher Trend. Also wie gesagt, ich könnte mit Leichtigkeit 10, 100 Dinge nennen wahrscheinlich, in denen die Spitzenleute von heute besser sind als die von 100 Jahren. Also wie gesagt, wenn man sich anguckt, wie heutige Kletterer ohne Seil 1000 Meter hohe Steilwände hochklettern können, weil sie eben das perfekte Equipment, die perfekte, also auch die Zeit dafür, die Übungsmethoden, all das mitbringen. Wie die Schachspieler von heute eine höhere Elo-Zahl haben und wahrscheinlich die von damals besiegen würden, weil sie einfach mehr darüber wissen, weil sie die Assistenz von Computern haben. Aber dann gleichzeitig die allgemeine Gesellschaft absinkt. Also alle sportlichen Rekorde, also kein sportlicher Rekord ist wahrscheinlich älter als 20 Jahre, aber das durchschnittliche sportliche Niveau der Gesellschaft vor 20 Jahren war deutlich besser als das von heute. Und vor 50 Jahren wahrscheinlich nochmal deutlich besser. Und das versteuert das natürlich ein bisschen. Dadurch, dass wir auf die Spitzenleistungen noch deuten können, können wir ein bisschen verschleiern, dass sich die Durchschnittsleistungen verringern. Genau, und weil ja gerade alles so komplex ist, sind ein paar wenige Spitzenleister nicht mehr ausreichend, sondern man braucht eben diese hochtechnologisierte große Gesellschaft, wo viele Gutleister, aber nicht Spitzenleister auch dahinter stehen. Also, ja. Und der Typ hat ja auch gefragt wegen Langlebigkeit. Ich weiß nicht, ob er das auf Produkte bezogen hat, weil das im Chat war, oder auf die Menschen selber, ob da jetzt die Idee ist, wir retten uns aus der Kompetenzkrise, indem wir ein Wundermittel erfinden, dass die kompetenten Technikboomer 200 Jahre alt werden und dann auf ewig unsere Technik aufrechterhalten. Aber das ist halt auch wieder so eine Technikausflucht. Ja. Ja, und wie gesagt, ich gehe auch nicht davon aus, das habe ich schon gesagt, dass wir wieder völlig vergessen, was die Elemente sind und welche es da gibt. Aber wer irgendwann mal in einem Wissenschaftsbetrieb gearbeitet hat, der wird ja schnell herausfinden, dass dir dieses Wissen auf dem heutigen Niveau nicht wirklich was weiterbringt. Dass viel, wenn du in einem technischen Betrieb arbeitest, sonst irgendwas, an Wissen, was du dann anwenden musst, ist häufig, wie bediene ich irgendwie dieses Software-System, ja? Welches Format hat, welches File-Format wird da ausgegeben und wie manipuliere ich das und was mache ich da überhaupt, was sind das überhaupt für Daten, die da dargestellt werden? Naja, und sowas kann schon schnell verloren gehen, wenn sich da mal genügend Leute nicht mit beschäftigen. Das ist natürlich auch wieder erweckbar, ist ja nicht unendlich kompliziert sowas, aber ja, genau wie die römische Zivilisation oder deren Entdeckungen ja auch wieder entdeckt wurden, heißt das nicht, dass die nicht mal für eine Weile verschwinden können. Weil hier gerade das reingekommen ist,
Ich habe gesagt, Durchschnitts-IQ sinkt er zum ersten Mal seit 5 Jahren im Westen. Nein, tut er nicht. Wenn du das an anderen Faktoren, nicht nur an IQ-Tests festmachst, wie zum Beispiel Reaktionsgeschwindigkeit, ich will jetzt gar nicht zu tief gehen, weil das ist jetzt nur so ein Side-Hustle gerade, aber wenn man sich an anderen Faktoren anlehnt und quasi für den Flynn-Effekt korrigiert, sinkt der seit 1870. Und seit 1870 haben wir bereits eine Standardabweichung verloren. Ja, ich... Ungefähr. Ich bin immer... Also ich weiß nicht, wie ich das ganz glauben soll. Ich kenne diese Woodley-These auch. Und das ist, wie gesagt, man kann ja auch Leute ausgraben aus irgendwelchen Gräbern aus der Zeit und dann Polygenic-Score-Tests an denen machen und sowas. Ich bin immer nicht so sicher, ob man denen die ganze Standardabweichung glauben soll. Also ein paar Punkte sicher, aber die Effektgröße da... Ich weiß nicht, da neige ich noch Vorbehalte. Aber gut. Ja, ob das jetzt eine ganze Standardabweichung ist oder nicht, ist jetzt Krümelkackerei. Es geht halt nur darum, dass es schon seit 1870 stark gesunken ist. Ja, und ja gut, aber wie gesagt, ich begrüße das eigentlich. Also ich blicke dem kommenden Sturm, zivilisatorische Sturm, wenn er denn kommt, eigentlich durchaus optimistisch entgegen. Ich denke, das wird auch wieder Energien freisetzen, die man braucht. Und wie gesagt, mich hat die moderne Welt so entfremdet, ich finde daran nichts mehr. Also ich erwische mich häufiger und häufiger daran, wie ich dem Ausländer Ali meine Glückwünsche bereitstelle, weil er noch eine urtümlichere Energie in sich trägt und die auch nach außen vermittelt. Wäre es nicht der Primitivismus dieser Völkerscharen, könnte man denen wirklich was abgewinnen. Und wie gesagt, ich finde nichts daran, an dieser ganzen progressiven Idee, an dieser ganzen sozialpädagogischen Erziehung, die Leute auf Frieden und Leidlosigkeit auszurichten. Ich denke, sie brauchen genau das Gegenteil. Und ich denke tatsächlich auch, dass viele sich genau das Gegenteil wünschen und zum Teil auch wünschen, ohne zu wissen, was sie sich eigentlich wünschen. Was ich mich halt frage, ist, woher kommt eigentlich diese Ideologie der Leidlosigkeit? Also ich meine, wir haben ja eine ähnliche Ideologie, zum Beispiel mit dem Pazifismus, der sagt, wir müssen Krieg um jeden Preis vermeiden und Frieden schaffen ohne Waffen. Ich glaube, das sind eigentlich zwei Geschwisterideologien, nur halt auf verschiedenen Ebenen. Also diese Leidlosigkeit oder diese Leidvermeidung ist halt auf individueller oder gewisserweise auch auf gesellschaftlicher Ebene, und dieser Pazifismus ist halt, sagt halt, okay, Kriege sind so schrecklich. Ich meine, diese Ideologie ist ja entstanden unter dem Eindruck des modernen Krieges und der beiden Weltkriege. Und aus dieser Warte gesehen, oder von dieser Warte aus gesehen, ja schon äußerst verständlich. Aber was halt beide Ideologien missachten, ist, dass sowohl Leid als auch Krieg wahrscheinlich für immer unvermeidbare Bestandteile der menschlichen Natur sein werden, in welchem Maß auch immer. Und man kann halt beides nicht völlig ausrotten oder auslöschen. Es geht halt einfach nicht. Und wenn man es tut, dann zu einem Preis, den ich und wahrscheinlich ihr auch nicht bereit wäre zu zahlen. Genau, wenn man das Leid minimiert, dann kommt diese indirekte Leid, die Depressionen und dass die Leute total elend drauf sind. Das sage ich ja immer und immer wieder, wenn Leute sagen, heute geht es uns so gut. Schau dir einfach mal Statistiken an, wie viele Leute Antidepressiva nehmen, wie viel Selbstmorde, die Kinderlosigkeit und so weiter. Das sind Indikatoren, die sagen, dass es uns überhaupt nicht gut geht und dass die Leute überhaupt kein erfülltes Leben haben. Sie haben weniger physische Schmerzen als früher. Wenn man zum Zahnarzt geht, dann muss man nicht mehr schreien vor Schmerz oder was weiß ich. Aber dafür frisst man dann Antidepressiva, dass man überhaupt darauf klarkommt, wie hässlich die Gebäude um einen herum sind. Ja. Mich würde das auch interessieren, woher kommt genau die Leidminimierung? Man könnte einerseits vielleicht eine naheliegende Sache ist, das Wegfallen von Religion, die einem mit dem Leid, die einem mit dem Jenseits eine Rechtfertigung fürs Leid gibt, dass du leidest im Jetzt, aber im Jenseits wird es dir gut gehen. Oder vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob das stimmt, ist es eine Rationalisierung der elenden Gesellschaft heute, weil das einfach der einzige Vorteil ist und man will den verteidigen und dann sagt man halt, ja, Leid ist schlecht. Also ich denke, dass es diese Leidvermeidungsideologie in der Geschichte tatsächlich auch schon immer wieder gegeben hat, nur dass wir aufgrund der technischen Möglichkeiten es bis zu einem Maß treiben konnten, dass es wirklich nicht mehr abzustreiten ist. Aber wenn man sich zum Beispiel die Geschichte der Aristokratie anguckt, die
die ändert sich ja ständig immer von der militärischen Phase in die irgendwie die schön geistige oder zartere Phase. Wenn man sich guckt, wie sich Ludwig der 14. oder diese Monarchen dargestellt haben, das ist sehr feminin. Und dann Wilhelm der 2., das ist dann schon mehr mit Pickelhaube, das ist wieder sehr, sehr martialisch. Und so ist das ja auch im Römischen Reich gewesen. Also wie gesagt, die frühen Römer, das waren alles Militäraristokraten. Und die späten Römer, das ja, waren Landverwalter oder dekadente Aristokraten im Senat oder sonst irgendwas. Und ja, ich denke, wir haben einfach nur möglicherweise eine dieser Wellen erwischt und es aufgrund unserer Mittel sehr viel tiefer in die Bevölkerung hineingetragen. Ja, jetzt fällt mir nicht ein, was ich zu sagen habe. Also wir können machen wir mal ein paar Kommentare. Ja. Skittle sagt, das Problem der Rechten ist das ständige Ankämpfen gegen unausweichliche Entwicklungen wie Globalisierung und Kapitalismus. Das ist ja eben der Punkt. Es ist nicht unausweichlich. Wenn du was mich da richtig übernervt, ist, dass diese ja, progressiven und Globalismus-Fanatiker da immer sagen, also sie gucken sich die letzten 100 Jahre an oder vielleicht 200 Jahre oder 300 Jahre und sagen, oh ja, hier guck, das ist ein klarer Trend. Aber wenn man halt nochmal auf 1000 Jahre oder 2000, 5000 Jahre rausguckt, dann sieht man, dass das ein Zyklus ist, dass es nicht immer geradeaus geht. Und Globalisierung halt jetzt, ja, jetzt sind wir gerade in einer Phase gewesen, kommen quasi aus dieser Hochphase heraus, wo es mit Turbo voranging und immer weiter globalisiert wurde. Aber jetzt kommen wir halt einfach mal in eine Stagnationsphase. Und das ist jetzt nicht einfach nur, ja, also, oder ich weiß jetzt auch nicht, wie er auf Gegenkapitalismus kommt. Also ich weiß nicht, da bist du ja wirklich an der falschen Adresse. Also wir sind hier alle sehr gut gebildet in der österreichischen Schule und sind halt auch in dieser, ja, zumindest deren Marktanalysen schon, ja, sagen wir mal, überzeugt. Nur es geht halt, wir haben uns halt weiterentwickelt, weil wir einfach gemerkt haben, dass die sozialen Analysen dieser Denkschule einfach nur schlecht sind. Aber wirtschaftlich sind die halt da und ich weiß nicht, also, ja. Ja, und also, das ist natürlich auch leicht gesagt, denn das ist unausweichlich. Also wer sagt das? Also Marx hat ja auch schon gesagt, die Krise des Kapitalismus und die Diktatur des Proletariats sind unausweichlich. Eigentlich bräuchte man gar nichts tun. Das ist eine historische Tatsache. Ja, gar nichts war. Das war eben nicht unausweichlich. Also das wage ich zu bezweifeln. Ich meine, man fragt sich ja schon, wie unausweichlich unsere jetzige Situation ist. Immer gut, klar, gewisse technische Aspekte, die scheinen schon sehr wahrscheinlich gewesen zu sein, aber wenn Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte, wie sähe die Welt jetzt aus? Wäre die ähnlich globalisiert? Wäre sie schlimmer aus? Besser? Keine Ahnung. Aber ob das so alles so unausweichlich ist? Also die Welt wäre natürlich schlechter, ist ja klar. Ja, das weil dann gibt es nämlich Schule keine gelernt, Menschenrechte. Ja. Das wäre urschlimm. Aber der eine dann hat das völlig korrekt identifiziert, das ist das Tony Blair Framing, dieses progressive Framing. Dinge sind unausweichlich und dann muss man gar nicht mehr darüber diskutieren, ob sie gut sind, ob man dafür oder dagegen sein soll, sondern dann ist die reine Diskussion, wie werden wir sie technisch umsetzen oder im Tony Blair-Fall, wie werden wir sie managen? Und das ist ein sehr gefährliches und schlechtes Framing, auf das man nicht reinfallen sollte. Ja, außerdem, selbst wenn sie unausweichlich wären, das sind immer noch nicht gut und ich kann mich immer noch dagegen auflehnen. Also Nietzsche hat in seinen Werken anklingen lassen, dass der letztendliche Sieg des letzten Menschen womöglich auch unausweichlich ist oder dass zumindest er immer die dominante Spezies auf dem Planeten sein würde und dass die Aufgabe des edlen Menschen eben die ewige Auflehnung dagegen ist. Ja, also das merke ich ja zum Beispiel, wenn ich wirklich überlege, was mich am meisten an den jetzigen Zustand aufregt, ist halt so dieser Massenmensch, der Käfermensch. So dieses, ja, das Nichtstreben nach dem Höheren so. Und das ist halt auch zum Beispiel eine Sache, die mich an der chinesischen Zivilisation ein bisschen, ja, Abstoß fast. Also ich habe mich da ein bisschen, hat angefangen, indem ich mir halt stundenlange Vorträge über chinesische Geografie angeschaut habe und dann ging das halt in das Hasenloch der Geschichte runter. Und ein roter Faden, der mir da immer wieder aufgefallen ist, ist, dass halt, dass die, einfach weil die schon von seit tausenden Jahren eigentlich so gigantische Massen an Menschen haben, dass sie halt jetzt sich zum Käfermenschen entwickelt haben. Also jetzt, es mag natürlich
wirklich brillante Chinesen geben. Und ich gönne deren Zivilisation natürlich ein alles Gute unter der Sonne. Aber ich mag dieses absolut, dieses Fehlen der, sagen wir jetzt mal, ja, europäischen Ritterlichkeit nicht. Also da gibt es zum Beispiel eine Episode, wo quasi ein König oder so ein Fürst dort in China seinen Gegner besiegt hat. Und der besiegte Gegner bittet dann quasi um Gnade. Gut, er gewährt ihm dann die Gnade und sperrt ihn halt quasi bei sich in Schloss ein und sagt, okay, ja gut, du bist jetzt zwar besiegt, aber hier meinetwegen kannst jetzt noch fein leben und zieh dich auf dein Landhaus zurück. So, was macht der Typ dann? Er plottet halt quasi natürlich, wie es sich für einen guten Chinesen gehört, durch eine Hinterlist einen Überfall und hat dann den Fürsten gefangen genommen, sticht ihm die Augen aus, sperrt ihn in den Kerker und foltert ihn täglich, um ihn daran zu erinnern, dass was für einen Fehler er begangen hat. Also ich, als Europäer denke ich mir so, was? Und ich finde das ganz interessant, weil Arthur de Gobineau hat ja quasi so die Zivilisation in drei große Gruppen eingeteilt. Also einmal die, sagen wir mal, eher barbarisch oder quasi die in der tierischen Natur nahe sind, die pragmatischen. Die pragmatischen sind eindeutig Asiaten, die sind unfassbar pragmatisch. Und dann gibt es halt noch die ja, wie soll man das am besten jetzt auf Deutsch übersetzen? Die Weißen. Die Hochelfen. Original. Und beim Academic Agent hast du die Ritterlichen. Ja, die Ritterlichen. So. Und also mich stört halt einfach dieser unfassbar bis aufs Letzte übertriebene Pragmatismus. Dass es halt nichts Höheres gibt. Ja, also, richtig. Also an der Brutalität, ich meine, da könnte man ja immer noch ein bisschen basierten Sadismus sehen, als wenn man so, also das ist noch eine Lebensregung. Aber ja, wenn du, also ich finde es auch schlimm, wenn du eine chinesische Familie oder sowas fragst, was das Höchste im Leben ist, ist es halt viel Geld verdienen und nichts anderes und irgendwie den Sohn in die Institution des Staates reinbringen oder sonst irgendwas. Das sind, also schön, nicht, dass man das ganz in Abrede stellen soll, aber das als dieses einzige Lebensziel zu sehen, das ist so begrenzt irgendwie. Also das ist so völlig aufgehend im Ameisenstaat und nichts darüber hinaus kennen und auch nichts darüber hinaus kennen wollen. Also der effizienteste letzte Mensch zu sein, den es geben kann und darin seinen Stolz zu finden, damit kann ich mich auch nicht abfinden. Ja, und ich glaube, wenn das so weitergeht, wird das unsere Zukunft sein. Also wenn, es gibt ja die Wette zwischen der AA, also Academic Agent und Oren McIntyre und der AAs, Wette ist ja quasi, dass sich die Base Tony Blairs durchsetzen werden und quasi das Woke wegpacken werden und so weiter. Und wenn die gewinnen und wenn der AA recht hat, dann wird das unsere Zukunft sein. Die ewige Herrschaft des Massenmenschen, die ewige Herrschaft des Käfermenschen. Und das ekelt mich an. Ja, ich glaube aber eher, dass Oren McIntyre recht haben wird. Also in dieser Wette stehe ich auf Oren McIntyres Seite. Ja. Selbst AA bricht langsam. Aber selbst wenn Academic Agent recht hätte und die Tony Blair dieser Welt gewinnt, auch ihre Herrschaft würde ja nicht ewig dauern. Also das wäre ja, also du weißt, was ich meine. Also auch diese Herrschaft wäre vielleicht nach 200 Jahren irgendwann vorbei. Gut, dann hätten die vielleicht nichts davon, aber immerhin. Also hier sagt gerade einer, gut, wahrscheinlich ist das Witz gemeint, weil er hatte schon vorher schon mal sowas gesagt. Man braucht eine sozialistische Weltregierung, die etwas gegen die Überbevölkerung tut. Ich meine, ja, also Genosse. wenn man halt quasi den Killcount anschaut, ja, damit kann man effektiv die Bevölkerungszahl reduzieren. Aber was mich da halt am meisten stören würde, ist, dass das halt wirklich den letzten Funken unserer Zivilisation auch komplett auslöschen würde. Also das wäre dann wirklich der Tod. Es ist halt ästhetisch unzulässig, würde ich sagen. Ja. Das darf einfach nicht sein. Also das habe ich mich immer schon gefragt, auch als Kind. Also ich weiß, aus ökonomischer Sicht Sozialismus funktioniert nicht, aber allein die Vorstellung, wie kann man das überhaupt als Ziel gut finden, halt was für eine absolute Elendsgestalt muss man sein, dass man sich denkt, die ideale Welt ist eine, wo alle Menschen gleich sind und es kein Leid und keine Armut mehr gibt. Halt, wie kann man so sein? Das ist nie in meinen Kopf reingegangen. Also allein schon deshalb ist Sozialismus abzulehnen. Also auch diese Idealvorstellung, wir wollen die ewige Brüderlichkeit und sonst irgendwas. Also ich will das ja nicht mal. Und das Ideal, ich möchte einfach nur gleich sein wie alle anderen. Hast überhaupt kein Streben nach Größe. Das ist ja unvorstellbar für mich. Ja.
Ich glaube aber auch, die Leute wissen selbst nicht, was sie wollen. Ich glaube, wenn man den Leuten die große Gleichheit geben würde, wie wir es ja jetzt schon so ein bisschen getan haben, halten sie es nicht aus. Ich glaube, also das ist ja generell ein Problem, das gilt ja selbst mir so, dass ich mir manchmal vorstelle, Dinge zu wollen, die ich bei Erreichen dann ganz anders bewerte, als ich es vorher gesehen habe. Also ich denke, der Mensch hat eine große Kapazität dazu, sich irgendwelche Luftschlösser und Wolkenkuckucksheime aufzubauen und dann bei Erreichen, beim seltenen Erreichen festzustellen, dass sie genau das waren, dass das einfach, wie gesagt, aus der Fantasie geborene Gebilde waren, die mit der Realität und der eigenen Realität nicht viel zu tun hatten. Und da kommt noch vom Gespenst der klassische Einwurf, die DDR war basierter als die BRD heute. Jein. Das Ding war halt, nur weil sie halt mal halbwegs gute Militärparaden machen konnten und halt nicht komplett gaskrank gegen jeglichen Nationalismus war, sondern diesen, also das war ja quasi der Punkt, nachdem Stalin übernommen hat. Stalin hat quasi die ganzen, sagen wir mal, Kulturmarxisten entweder abgemurkst oder aus dem Land geworfen. Dieser Stall, also die neue Form, die sich da entwickelt hat, mit dem, also typischen Sowjet-Propaganda-Plakaten, die dann einen in den Kopf fallen, so mit dem hier für die Nation und Mutter Russland und bla bla bla. Also diese Ästhetik kam halt eben, weil Stalin übernommen hat und dann quasi wieder ein sogenannter Löwe, und keine Füchse mehr an der Machtposition war. Also hier, wer die Analogie nicht erkennt, der solle mal unsere Videos über Elitentheorie schauen. So, Punkt ist, sie haben aus purem Überlebensdrang so eine leichte Rückkehr auf Nationalismus gemacht. Es war purer Überlebensdrang, weil hätten sie weiter mit den, was sie in den 20ern gemacht haben, unter Lenin, mit kompletter linker, degenerierter Scheiße, also das, was wir heute kulturell haben, hatten die schon in den 20ern, bis dann Stalin kam und gesagt hat, nein, dann wären die halt einfach komplett implodiert. Und deshalb, die DDR war halt basiert, weil sie es musste. Aber hätten, also es war nicht etwas Inhärentes aus dem Sozialismus oder aus der DDR. Pragmatismus. Ja, also ich sehe das aber auch als Problem an, also die DDR ein bisschen Nostalgie zu sein, ist vielleicht noch das harmlosere, aber dass die Leute auch in die breite Masse vor allem sich nicht so richtig zu den Lösungen traut, die vielleicht nötig werden. Also ich habe das ja im Vorgespräch mal angedeutet, ich habe gerade ein sehr großes Werk über die italienische Mafia zu Ende gelesen, von dem Beginn bis heute. Und also es kommt mir ganz klar vor, dass auch hier das Problem genau das ist, was Peter schon beschrieben hat, dass man immer nur diese halbgaren Lösungen macht. Es wäre einfach an der Zeit gewesen, gerade in den 80ern, wo das richtig eskaliert ist, dass da mal ein paar Leute hingerichtet werden. Aber nein, man hat also die immer wieder ins Gefängnis getan, damit die vom Gefängnis aus ihre Reiche da verwalten konnten, was wunderbar ging. Und das Problem ist, die Bevölkerung muss das ja alles gesehen haben. Das war ja alles in der Presse, in den Nachrichten und trotzdem. Du siehst aber keine 2-3 Millionen starken Demonstrationen dafür, dass die jetzt endlich mal hingerichtet werden. Dass endlich mal die Todesstrafe zurückkommt und die Leute, die hier seit 200 Jahren einen kriminellen Geheimbund führen, dass wir die mal loswerden, anstatt sie weiter in Gefängnissen zu deponieren, wo sie ihre Reiche einfach weiterführen können. Also das kommt den Leuten tatsächlich irgendwie nicht. Ja, man braucht die El Salvador-Lösung für so mafiöse Probleme. Ja, es müsste eigentlich noch viel weiter gehen als El Salvador. Er hat ja wenigstens mal... Er hat sie auch nicht umgebracht, sondern nur ins Gefängnis. Genau, er hat die da in so einen Knast zentralisiert gebracht. Das ist so eine Behelfslösung, das ist ja auch nicht schlecht. Aber also das Problem ist, wenn das gar zu viele werden, klappt ja auch das nicht mehr. Ne? Also dann fluten deine Gefängnisse halt über von diesen Leuten. Und wenn es irgendwas gibt, was Kriminelle krimineller macht, was die... so eine Art Universität für Kriminelle, dann ist es der Knast. Also die Mafia ist gerade da entstanden und dann auf die Straße gekommen und nicht andersrum. Nur so als Information dann, ne? Und dann, aber die Leute sehen es nicht. Und die Leute fordern dann auch nicht die wirklich radikale Lösung. Die Leute sind sehr verhaftet im Status quo. Also
ich würde sagen, gerade die normalen Leute, die Leute, die tatsächlich sich für neue Lösungen, für radikal neue Lösungen einsetzen, das sind meiner Erfahrung, meiner Wahrnehmung nach eher Leute aus dann der intellektuellen Schicht, also oder Aristokraten, sonst irgendwas, aber auf jeden Fall nicht Leute aus der breiten Masse. Also es hat mich aber auch wirklich überrascht, wie deradikalisiert die Leute sind, oder wie sanft, sagen wir es mal so. Ja. Also ich hatte mal nach einem Abend in einer Bar ein unschönes Erlebnis mit einem, nennen Sie mal Gast hier. Und der war äußerst auf Krawall gebürstet, aber er ist dann im letzten Moment doch noch gegangen. Also die Situation ist nicht eskaliert oder so. Aber die Leute haben sich danach gefragt, und es sind alles intelligente Menschen gewesen, die da anwesend waren, also bis auf den Krawall gebürsteten. Und alle haben sich gefragt, ja, wie konnte das nur passieren? Was ist das für ein Typ nur? Oder man muss, ja, wie kann das denn sein? Und ich glaube, ich war der Einzige, der klipp und klar gesagt hat, ja, das Einzige, was diese Leute verstehen, sind Rute und Knüppel. Und solange das nicht begriffen wird, ja, tanzt man halt weiter auf der Nase rum, ne? Man kann es ja. Ja. Leute, wir wurden debunked. Ein großes Debunk wurde passiert. Nämlich Neumandia schreibt, herrscht in der DDR nicht mehr Leid als in der BRD. Das macht sie doch automatisch für euch basierter. Ah, oh, das ist so richtig ein Dummkopf-Kommentar von Leuten, die diese nicht. Das ist natürlich, dieser Typ hat einen IQ von 100 plus minus ein bisschen was. Hat so richtig nicht den Punkt verstanden, was sie sagen. Wir sagen nicht, Leidminimierung ist ein schwules Ziel, also wollen wir Leidmaximierung. Wir reden über ganz was anderes. Und dass die DDR so ein Scheißstaat ist, dass dort nichts funktioniert und die Leute halt leiden, weil alles schlecht ist, dann ist es ja nicht gut. Das ist ja nicht das Leid, über das wir reden. Und wir sagen gar nicht, dass Leid an sich gut ist. Wir sagen nur, dass Leid manchmal nötig ist. Aber das DDR-Leid war nicht nötig, sondern das ist einfach nur der Inkompetenz und der Bösartigkeit der Führer zu schulden. Ja, vor allem Leid im Dienste einer Sache. Ich meine, wenn du leiden willst, ist ja ganz einfach. Nimm dir eine Säge aus der Garage und sägt den Arm ab. Da leidest du genug. Aber das ist ja nicht der Sinn. Das erfüllt ja kein höherer Zweck. Jeder hätte die unendliche Kapazitäten zu leiden. Aber jeder hat nicht unendliche Kapazitäten für ein Ziel, bereit zu sein, Leid auf sich zu nehmen. Das ist ja was anderes. So, nämlich. Das fällt mir aber echt auf, dass Leute oft nicht mal grundlegend die Prinzipien verstehen, die besprochen werden. Wie kann man das nicht verstehen? Wir haben doch nicht gesagt, wir sind pro Leid. Wir haben einfach darauf hingewiesen, dass das Leid zur Natur dazugehört. Also der Schattenmacher hatte vor Gespräch gesagt, er sei pro Leid. Nur nochmal klarstellen. Das Leid unserer Feinde ist natürlich schon etwas, das einem auch Kraft geben kann, aber das ist ja wieder eine andere Sache. So, dann jetzt aber eine halbwegs seriöse Frage. Was findet denn Peter besser? Multikulturelle Habsburg-Monarchie oder monokultureller österreichischer Nationalstaat? Und das ist, ja gut. Die Habsburg-Monarchie war Anführungsstrichen multikulturell, weil sie mehrere Kulturen im Raum hatte, aber die waren ja auch unter sich getrennt. Also das ist... Ja, ich meine, das Schlimmste, was du halt 1900 in Wien hattest, das waren, was weiß ich, Böhmen. Okay, und Böhmen sind halt schon was Schlimmes. Also. Naja, aber also, heute hast du halt irgendwelche Kanaken oder sonst was Schlimmeres in Wien. Also das ist schon ein Unterschied. Na, aber um die Frage zu beantworten, ich lebe eine bedingungslose Treue zu meinem Kaiser, natürlich die Habsburger Monarchie, aber die ist, wie der Willi schon gesagt hat, nicht multikulturell, sondern ein Herrscher, der in Personalunion mehrere Länder beherrscht. Und ja, das ist natürlich dann auch die Frage mit den Nationalitätenkonflikten und so weiter, das ist eine Frage für was anderes, für einen anderen Tag. Aber prinzipiell finde ich die Idee eines Nationalstaats gar nicht so gut und gar nicht so toll. Und gerade diese Ostvölker, unsere Vasallenvölker, ich glaube, ihre Rolle in der Welt nehmen die besser ein, wenn sie von uns beherrscht werden, als wenn sie da irgendwelche Nationalstaaten haben. Also ja, die ganzen Sachen, mit denen die sich heute rühmen, wie schön doch Prag ist und wie schön doch Budapest ist, ja, das geht halt nicht auf euch zurück. Also, was viele halt nicht wissen, Prag war bis ja, zum 20. Jahrhundert eine mehrheitlich deutsche Stadt. Das
Also das ist halt auch so ein Detail, ne? Und erst durch halt das massive Wachstum der slawischen Bevölkerung ist das halt dann gekippt. Und weil nach dem Zweiten Weltkrieg die Deutschen da einmal ihre Sachen packen durften und ganz freundlich gefragt wurden, ob sie denn das Land verlassen möchten. Aber sie mussten nicht, wenn sie nicht wollten. Genau, ne? Ja, also... Ich finde, das nervigste Beispiel daran ist immer noch Kopernikus und die Polen. Aber die Polen sind sowieso nervig, was das angeht. Also der Russe hat ja letztens auch Kant als Russen deklariert. Das ist schon echt frech. Ne? Weil er ist ja in Königsberg geworden. Ne? Das... Ihre Aufklärer können sie eh behalten. Ja, ja, Österreich-Nationalstaat, ja, weiß nicht, mich interessiert das Thema jetzt so nicht, weil das ist so fern von den Problemen, die wir heute haben, dass es eh wurscht ist. Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich Deutschland und Österreich, das sind ja sowieso nur noch territoriale Einheiten. Ich meine, das wahre Deutschland, das geheime Deutschland im Wesentlichen, das besteht halt aus Leuten wie uns und Leuten, die so denken wie wir und also wo immer sie denn gerade sind. Das ist tatsächlich so ein Phänomen der modernen Massenkommunikationsmittel. Also die ideologische Stromlinienform, die lässt sich ja heute viel schwieriger nach territorialen Grenzen bemessen, gerade weil es das Internet gibt, sondern findet in den Köpfen der Menschen statt. Also es wird schon schwer, das zu konsolidieren auf irgendeinem Gebiet. Ja, wobei natürlich zu jedem Volk die Norm ist auch dazugehören. Also ich will jetzt keine basierte Buben-Willens-Nation. Ich mag ja meine Österreicher, auch wenn sie heutzutage ein bisschen... Ja, richtig, aber es wäre ja, es spreche hier überhaupt nichts dagegen, sage ich mal. Wenn wir jetzt an dieses Österreich, wie es heute besteht, einfach einen Teil von Bayern ranklemmen, wer hätte damit irgendwo noch was dagegen? Wer würde überhaupt einen Unterschied spüren? Also. Und diese alten Nationalismen aus dem 19. Jahrhundert, die sind halt heute nicht mehr Thema. Ich kann da eine Meinung dazu haben, aber es ist ja wurscht, dass ich möchte zuerst mal Leute remigrieren, die gerade im Land sind, und ob dann die Slavenvölker von Habsburgern beherrscht werden oder nicht, das ist jetzt nebensächlich für mich. Ja, gut, dann... Also solange das Elsass nicht wieder deutsch ist, da brauchen wir gar nicht weitermachen. Genau. wir können jetzt noch ein bisschen Fragen beantworten, aber es geht jetzt langsam an die 1,5-Stunden-Marke und das ist unser längster Ström bis jetzt. Also... Ich frage, die Sache ist halt, hast du noch ein bisschen Zeit, Shati, sonst Shati macht das. Ja, mach mal gerne okay. Noch. Also ich bin deutlich längere Livestreams gewöhnt. Ja, okay, gut. Dann haben wir hier etwas vom Gespenst wieder. Aber jeder neue Zyklus bedeutet eine enorme Zeitverschwendung in dem Kampf gegen das Aussterben des Lebens. Wir sind nur ein Meteoriten oder schwarzes Loch vom Aussterben des Lebens entfernt. Sag ich, ja, wenn das so ist, dann ist das halt so. Also wenn durch Zufall uns irgendein Gammastrahl von irgendeinem schwarzen Loch grillt, ja, Pech habt. So, also was will er uns damit sagen? Ja. Alles ist egal, weil irgendwann ist mir ja wurscht. Ja. Wenn jetzt dieses alles schwarze Loch kommt, dann kann ich eh nichts dagegen machen. Als ob du zu viel kurz gesagt geschaut hast. So ein bisschen. Ja, wirklich. Wir sind doch über Sternenstaub, Bro. Alles endet, ne? Also... auch das Werk des Klügsten und des Tapfersten holt sich irgendwann die Zeit. Das ist halt die Kondition, mit der wir leben müssen. Ach, stimmt. Danke, dass das erinnert wird. Kaffeeausrunden. Darüber wollten wir eigentlich am Anfang sprechen. Habe ich ganz vergessen. Mist. Naja, egal. Dann eben jetzt. Und zwar hatten wir letztens einen Stream darüber gemacht, über die Kaffeeausrunden. Und auch selbst der Schattenmacher hat eine wunderbare Werbung darüber schon in die Luftwellen entsandt. Ja, die gerade gelöscht wurde, weil Schlomos Kanal runtergemeldet wurde. Jetzt muss ich es nochmal hochladen. Ja. Also gut. Das ist ja, Schlomo erwischt es immer, wenn er 30.000, 40.000 Abonnenten hat, dann wird irgendwer nervös. Ja, dann kommt der Algorithmus wieder und macht Klopp. Ja, und wenn wir hier über die chinesische Augenfolter reden, wenn ich irgendwann mal die Haare über die Plattformbetreiber dieses Planeten bekomme, ich weiß nicht, dann kommt vielleicht bei mir der innere Chinese hoch.
Also von der chinesischen Augenwäscherei zurück auf zu den Kaffeehausrunden. Also ich muss ehrlich sagen, das ist wunderbar angelaufen. Also wir haben ja das zuerst nur als einzelner kleiner Kanal beworben mit unseren 1500 Abonnenten. Und selbst da sind innerhalb von einer Woche so 150 Leute auf dem Server gekommen. Es gab die ersten paar Kaffeehausrunden. Und dann hat der liebe Schattenmacher die Werbung dafür gemacht und wir sind jetzt schon bei über 300 Leuten und es geht richtig, also es gab in einigen Städten wirklich schöne Treffen, auch sehr große Treffen, überall, also auch in sagen wir mal so, in allen deutschen Landen. Und ja, ich fand es halt nur interessant, in NRW hatte ich ein paar Leute getroffen und das Interessante war halt, dass sie quasi in ihrem Umfeld das erste Mal mit Leuten offen reden konnten, weil sie sich halt sonst in dem bunten Loch, das NRW halt ist, ziemlich zurückhalten müssen. Und für die war es halt wirklich ein wunderbares Erlebnis, mal normale Leute zu sehen, sagen wir es mal so. Und das Lustigste war, um jetzt mal eine kleine Anekdote mit reinzuhauen, wir haben da so in so einem, ja, sagen wir mal, Studentencafé, also ein I support the current thing Café gesessen, weil es halt leider nichts anderes gab. Und da kommt halt die Bedienung und es wird halt nach dem Kaffee gefragt und ich bestelle mir natürlich ein Cappuccino. Und dann fragt sie so, ja, welche Milch möchtest du denn? Ich so, ja, normale Milch. Also den Blick des Todes, den ich da gegönnt bekommen habe, also allein dafür war es wert. Jetzt sag es. Sehe ich für sie homosexuell aus? Ja, das wäre lustig gewesen. Also, ja, aber Kaffeehausrunden sind echt cool. Und es gibt nämlich auf dem Server auch so einen Kanal, wo die Leute Berichte schreiben, wo was stattgefunden hat. Und mittlerweile ist mehrmals die Woche irgendwo in irgendeinem deutschen Land eine Kaffeehausrunde. Das ist sehr schön. Der Rübezahl kommentiert, die Wiener Runde ist die beste. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja, mal aber wieder die österreichische Exzellenz. Der Hochmut der Österreicher. Ja, wir gehen halt nicht in ein Hipster-Café, sondern in traditionelle Cafés oder in K&K-Hofzuckerbäckereien. Das ist natürlich eine andere Liga. Was haben die Leute eigentlich? Also, was ist das für ein komisches Bedürfnis, jetzt eine andere Milch als Milch zu trinken? Man hatte doch Milch. Also, das ist. Welche Form soll ihr Rad haben? Ja, rund. Wir hatten doch ein Rad. Das hat tausende von Jahren wunderbar funktioniert und jetzt musst du es eckig machen. Wenn man dir fragt, herrscht in Kaffeehausrunden Ost Anzugspflicht? Natürlich, ich meine, ein Adidas-Anzug ist ja auch ein Anzug. Nein, Spaß. Also es sollte schon gehobene Alltagskleidung sein. So für die Zoomer in der Audienz, das bedeutet Hemd und vielleicht keine Jeans. So. Also das, wir haben halt schon einen ästhetischen Anspruch. Wenn du da hier so wie der letzte, ja, wie du gerade aus dem Bett gefallen bist oder gerade so von deiner Stunde LOL-Zocken aufgestanden bist. Wir haben schon einen Anspruch und der ist auch richtig. Wir können das natürlich nicht durchsetzen, ne, weil, ja, ne, wer geht schon nach Buxtehude ins Kaffeehaus? Aber versucht euch wirklich dran zu halten. Du musst ja auch bedenken, die Kleidung repräsentiert dich. Also was sagt das über dich aus? Wenn du zu einem geplanten Treffen wie ein Lump gekleidet kommst, das sagt dir, dass du ein schlechter Mensch bist. Das hat auch einer erzählt, der bei einer anderen NRW-Kaffeehausrunde war. Der war schockiert, dass er der Einzige mit Hemd war. Also hier haben wir auch wieder, im Westdeutschland ist der Verfall am weitesten fortgeschritten. Ja, deine Kleidung repräsentiert dich, musst du schauen, wie du das machst. Wenn du im T-Shirt kommst, bist du ein Lump. Wenn du in so einem Manager-Anzug kommst, dann bist du ein BWL-Justus. Ja, musst schauen, was du bist und was du hier präsentierst. Schwarzes Hemd. Dann müssen wir wohl die Uniformen auspacken, die Opa versteckt hat da. Egal. Für die Briefträger natürlich. Ja, klar. Dann Dornkrone hat eine interessante Frage. Was spricht gegen eine Base-Buben-Sekte mit hoher Geburtenrate für Reconquista? Das gab in der Agnosphäre letztes Jahr, haben die da ganz groß drüber diskutiert. Und zwar war das diese Breed Them Out, also quasi ja, sie durch Geburtenrate zu besiegen, gegen die Clear Them Out, also quasi einfach nur die jetzige politische Elite durch eine kompetentere zu ersetzen. Und
der Hauptpunkt da ist halt, dass ja, selbst wenn du jemand wie so ein Stephen Carson bist, der sehr zu empfehlen ist, YouTube-Kanal, der halt 12 Kinder hat und sie alle homeschoolt, dann kannst du das irgendwie auch durchbringen. Das Problem ist halt einfach nur, du hast jetzt meinetwegen deine 12 Kinder und die werden aber trotzdem in die, ja, in diese Verderbnis hereingebracht. Es sei denn, du wohnst halt irgendwo auf dem Land und kannst halt wirklich durch Homeschooling, durch... ja, in Deutschland wirklich, geht da nicht mal das. In Deutschland genau, gibt es nur Homeschooling. Genau, also so wie es jetzt ist, werden sie halt einfach von dem System aufgeschluckt und am Ende hast du dann Regenbogensoldaten am Ende. Naja, nicht alle. Aber nicht alle, nicht alle. Also ich meine, wir existieren ja auch noch, aber... Ja, ich meine, das ist halt die moderne Kindersterblichkeit quasi. So. Ja. Ja. Ja, das Problem, was eher damit sie, also klar, vielleicht verliert man ein paar von denen, aber das ist halt, ja gut, warum richtest du nicht dein ganzes Leben komplett auf was Neues aus und bringst riesige Ressourcen auf und gibst alles auf, was du bisher gekannt hast? Ja, also klar, warum gehst du nicht ins Kloster und wirst Mönch? Das ist nämlich ungefähr so ein radikaler Lebenswandel, wie der es bedeutet, jetzt sein Leben auf 12 Kinder umzustellen, für das Bekommen von 12 Kindern. Und machen wir uns mal nichts vor, die meisten Leute, ich weiß nicht, wenn du heute normaler 28-Jähriger bist, dann ist deine Freundin 28, das wird ein bisschen schwer, 12 Kinder zu bekommen. Klar, 4, 5 wären drin, aber auch dann, also das sind ja enorme ökonomische Strapazen, gerade in dieser Welt, also die ist ja nicht dafür ausgelegt, da brauchst du ja einen eisernen Willen und das werden niemals sehr viele Leute haben, nehme ich mal an. Oder irgendwie eine religiöse Berufung oder sonst irgendwas, das wird ein Minderheitenprojekt bleiben, ein starkes. Also ich möchte niemanden jetzt ausreden, eine erfolgreiche Vaterschaft anzutreten. Das ist auch mein Ziel. Aber man muss sich im Klaren sein, dass das nicht alles ist. Also das war ja auch, wer sich gestern das Interview von oder vorgestern das Interview mit dem Johann Kurz angeschaut hat, was auf unserem Kanal hochgeladen wurde, da kam ja eben auch genau diese Frage auf. Und die Sache ist halt, es ist etwas Edles, das zu tun, es ist das Richtige, das zu tun, aber es ist nicht ausreichend. Also du musst am Ende dann auch noch schauen, dass du irgendwie ja entweder Sicherheit oder selbst Macht aufbaust, weil stell dir vor, du hast jetzt deinen Bauernhof, deinen basierten Bauernhof mit deinen 12 Kindern und den Tradwife und eines Tages kommt dann halt einfach der Staat vorbei und nimmt dir einfach deine Kinder weg, weil du hast da vielleicht irgendwann mal einen Rassismus begangen oder sonst irgendwas. Also das ist ja alles nicht mehr ganz so abwegig. Also irgend so einen Schwachsinn werden sie sich ja, oder irgendeine Impfpflicht oder sonst irgendwas, werden sie sich da schon aus den Ärmel schütteln. So, und dann stehst du da. Hast vielleicht noch deine Freunde in der lokalen ja, aber die Macht liegt dann immer noch in den, sagen wir mal, in den Spiteful Mutants. Und das kriegst du durch viele Kinder allein nicht weg. Ich glaube ja nicht an die Spiteful Mutants Theorien, halt Daten für einen schlechten Wissenschaftler. Aber gut, ich finde das Thema jetzt auch langweilig mit den Kindern. Halt. Jeder sollte gute Kinder kriegen, ja, aber davon kommt die Wende nicht. Wie der Kurz gesagt hat in dem Interview. Es ist Kinder zu haben, es ist eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende Bedingung. Also da brauchen wir noch wesentlich mehr. Ja, sonst hätte das ja, sonst also. Sonst wäre es gar nicht die Welt gerettet. Gekommen. Ja, genau. Ja. Dann eine, auch sehr interessante, DSD, The Punisher. Sollten Rechte sich nicht etwas mehr auf Film- und Popkultur beschäftigen und da Einfluss nehmen, jetzt wo es gerade dort sich zusammenbricht? Das ist ein absolut richtig und wichtiger Einwand. Es gibt da ja schon einige gute Projekte. Also da zum Beispiel, was man nennen kann, ist das Filmkunstkollektiv. Die machen wirklich sehr, sehr, sehr gute Arbeit, ästhetisch ansprechend. Dann gibt es, also sagen wir es mal so, wir haben noch Themen, die wirklich künstlerisch ansprechend sind. Also tiefgründige Fragen können wir noch in Kunst vermitteln. Und dafür brauchen wir aber auch talentierte Leute, die sich damit beschäftigen, die das quasi als ihre Lebensaufgabe sehen. Ja, also was ich bei diesen ganzen Fragen problematisch sehe, sollte man nicht das tun, sollte man nicht jenes tun, ja, sollte man, also die Frage
ist schon sehr passiv gestellt, sozusagen. Sollte nicht irgendjemand machen. Genau, also ich habe meinen YouTube-Kanal halt irgendwie aus dem inneren Drang angefangen, als es nicht mehr anders geht. Als ich mir Moritz Neumeier anhören musste, warum nicht 5 Millionen oder 50 Millionen aufnehmen und dann in den Kommentaren stand, ja, super Idee. Also ab dem Punkt, da habe ich es nicht mehr ausgehalten, dann war es mir ein inneres Bedürfnis und dann hat sich das alles von selbst entwickelt. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass mit diesem sollte nicht irgendeiner mal was tun, viel kommt. Also du brauchst da den Typen, der da einfach irgendwo klein anfängt und das dann hochzieht. So entstehen alle Firmen, so entstehen alle Reiche, so entstehen alle neuen Ideen. Ja, also zumindest in der Anglosphäre in Großbritannien gibt es ja das schon so in den Kinderschuhen, aber die haben ja schon eine Kunstausstellung gemacht. Sie haben wirklich sehr interessante Künstler. Ich habe mir einiges davon angeschaut, was sie da aufbringen. Das war nicht nur einfach nur Bilder gemalt, sondern hat auch wirklich Skulpturen und andere Sachen. Also es war, da ist etwas da. Und das Wichtige dabei ist, dass man halt einfach mal anfing. Das hat halt angefangen als zwei Leute. Der eine mit halt ein bisschen Geld auf der hohen Kante und der andere, der quasi einen kleinen Einflussbereich unter den Künstlern hatte und gesagt hat, ja, hier diese universitäre und quasi Establishment-Sache, die erstickt Kunst. Da ist ja nur noch das quasi Parteilinien das Wichtigste, Parteilinientreue das Wichtigste. So. Und sie haben halt einfach sich zusammengesetzt und gesagt, komm, wir machen mal einfach eine Kunstausstellung. Sie werden natürlich von dem Establishment dafür gehasst, weil ich meine, das geht ja mal gar nicht, was da für böse, böse reaktionäre Sachen da gezeigt werden. Aber sie haben sich einfach hingesetzt, gemacht und es funktionierte. Und genau das muss halt auch unsere Herangehensweise sein. Also so leid es mir auch tut, das zu sagen, aber die Anglosphäre ist uns halt vielleicht 5 bis 10 Jahre voraus in der Hinsicht. Und das müssen wir aufholen. Das können wir nicht so stehen lassen, ja? Ja, und vor allem, man kann jetzt nicht zentral planen, wir machen jetzt als rechtes Lager Kunst, da brauchst du Leute, die das machen können. Und wenn du die hast, dann machen die das ja sowieso. Also ich mache jetzt nicht sagen wir, aber es gibt ja Künstler in unserem Lager, die gute Sachen machen. Ja, schau mal, was da kommt die nächsten Jahre. Und Thema Popkultur, da bin ich stark dagegen. Da habe ich auch mit der Grauzone eine Folge gemacht über das ganze Gegenkultur von rechts, wo man dann schlechte Kultur übernimmt und rechts macht, so wie rechte Rapmusik oder eben rechte Popmusik oder sowas. Popkultur lehne ich halt in ihrer Gesamtheit ab, inklusive Tagespolitik. Es ist halt einfach eine schlechte Sache. Finde ich, sollte man nicht machen. Ich finde es aber auch schwierig, ich sag mal so, Kunst explizit als rechts zu verkaufen oder irgendwie auf Zwang halt rechts zu drehen. Ja. Also man muss halt Kunst um der Schönheit und um der Ästhetik willen machen. Und daraus ergibt sich von selbst, ob sie denn rechts ist oder nicht. Ja. Also man sollte sich auch irgendwas tun. Okay. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Aber der diese wunderschönen Landschaftsbilder gemacht hat, auch zum Beispiel von der sächsischen Schweiz. Ist ein ganz bekannter Künstler. Ich habe seinen Namen gerade nicht vergessen. Aber egal. Also Kaspar David Friedrich, genau, danke dir. Der hat sich ja nicht hingestellt und gesagt, boah, ich mache jetzt eine rechte Zeichnung von dem Riesengebirge. Nein, der hat sich hingesetzt und hat aus dem Gefühl heraus diese wunderschönen Bilder gemalt. Und wir haben halt jetzt den Vorteil, dass die Linke geistig, spirituell und auch kreativ am Ende ist. Da ist nur noch die Parteilinie. Und wir haben das Schöne und das Gute auf unserer Seite. Wir können wirklich tiefgründige Sachen ansprechen, vermitteln und halt auch in den Leuten bewegen. Ja, also ich sag mal so, mir fällt da gerade ein, die Reinhild hat mir mal einen Ausschnitt aus dem neuesten Buch von, wer ist die, Sophie Passmann oder so, geschickt. Diese komische Feministin halt. Und da redet sie in einem Abschnitt über Kunst und das hat mich echt geärgert, wenn sie sagt, ja, Kunst muss ja provozieren, muss stören und muss aufmischen quasi. Und da muss es halt unser Ansatz sein zu sagen, nein, verpisst euch mit damit. Wir sagen, Kunst muss schön sein, Kunst muss zur Rekreation der Seele dienen, wie es Bach formuliert hat mit der Musik. Und das ist der Zweck der Kunst. Alles andere muss zurückgewiesen werden. Und wie gesagt, ja, also
Caspar David Friedrich hat nicht gesagt, okay, ich will jetzt recht sein und deswegen wähle ich die schöne sächsische Schweiz. Johann Sebastian Bach hat nicht gesagt, okay, ich will jetzt recht sein und komponiere jetzt gute Musik und so weiter, sondern sie haben es halt gesagt, ja, wir machen es Gott zur Ehre oder was auch immer, sondern also und es gab immer sie haben den biologischen Drang. Und das auch, ja, klar. Ja. Wenn du sagen musst, ich muss jetzt rechts sein und Kunst machen für die Metapolitik und die Gegenkulturwende und so weiter. Wenn du das sagen musst, dann bist du ja schon kein Künstler. Denn echter Künstler macht das ja aus seinem inneren Drang heraus. Ja, genau. Ja, ich würde mir dann auch nicht so sehr Gedanken darüber machen, ob das Popkultur oder Hochkultur oder sonst irgendwas ist. Das ist ja eh zum Teil schwer zu sagen. Es soll halt gut sein. Also, wie gesagt, zum Beispiel Dostojewskis Romane wurden zuerst in irgendwelchen Zeitungskolumnen oder Zeitungsseiten veröffentlicht als Fortsetzungsgeschichte. Das war sicherlich ein populäres Medium, ja, und heute gilt das als Teil der russischen Hochkultur. Also, klar, man kann sich jetzt darüber streiten, ob das mit Rap so wird, aber wir können ja auch sagen, also wenn wir uns so Filme angucken, so Klassiker aus dem rechten Spektrum, Fight Club oder sowas, was ja auch wieder auf dem Buch basiert, da sind schon einige tiefergehende Kritiken in der Gesellschaft drin. Ja, trotzdem ist das Medium jetzt popkulturell und hat sehr viel Einfluss. Also ich würde mir da gar nicht so viel Gedanken darüber machen und einfach versuchen, was Gutes zu bekommen. Also wenn irgendjemand es schafft, ein Werk ins Leben zu rufen, das so viel Meme-Potenzial dann am Ende ausbeutbar macht wie American Psycho oder Matrix oder sonst irgendwas, das wäre schon ein grandioser Erfolg. Ja, gut. Dann würde ich jetzt langsam mal zusammenpacken hier. Ja. Also es sind einige Fragen, aber vielleicht sollten wir wirklich langsam mal mit Superchats einführen, weil wir können wirklich nicht alle beantworten. Das müssen wir dann versteuern. Das ist sehr blöd. Ja, also da müssen wir uns wirklich nochmal ein Konzept ausdenken. ja, gut. Dann danke ich, dass ihr dabei wart. Und habt ihr drei jetzt noch irgendwelche abschließenden Sätze, die ihr noch sagen wollt? Irgendwelche Konklusionen, die ihr unbedingt noch rausbringen wollt? Ja, also erstmal vielen Dank für den Stream, dass wir dabei sein konnten. Und ehret das Gute und das Schöne, leidet zur Not dafür. Denn das Leid ist es am Ende wert. Und ja, sonst weiß ich nicht. Es lebe das geheime Deutschland und auf Wiedersehen. Ja, die Konklusion haben wir eh schon gesagt, oder? Leid ist manchmal nötig. Es kommen schwere Zeiten. Man sollte nicht an progressive Utopien glauben. Man soll jetzt nicht versuchen, da marxistische Utopien von rechts zu machen, wo niemand leidet, aber es ist mit Raumfahrt. Finde ich jetzt nicht so gut. Ja, ich denke, man sollte sich auch selbst erkunden und sein eigenes Herz schauen, wo man auch den eigenen inneren Normie ausrotten kann. Denn ich denke, also mir passiert das häufig, wenn ich auf Twitter den tausendsten Post sehe, wie ein deutsches Kind mal wieder von irgendeinem Migranten Keile bekommt und der sich einfach nicht wehrt. Also ich kriege jedes Mal, und ich das kritisiere, ich kriege jedes Mal Kommentare aus unserem Lager. Kommentare, aber dies, aber es war doch dieses, aber es war doch jenes. Also wie gesagt, der Luftdruck hat nicht gestimmt und der Sonnenstand war nicht korrekt und deswegen hat er sich nicht gewehrt. Ne? Und das ist eine Einstellungssache, da kann alle Konditionen können stimmen und es würde trotzdem nicht so sein, weil in diesen Leuten nicht das richtige Weltbild herangezüchtet wurde. Und da, denke ich, sollten wir auch bei uns selbst anfangen und zu prüfen, ob wir nicht selbst noch härter werden können und härter werden müssen, um der Zukunft würdig zu sein. Ja. Ja, gut. Also, wie gesagt, schaut uns unsere Videos an, ja, weil damit seid ihr natürlich sicher für den Untergang gewappnet, ne? Also keine Garantie, aber und kommt zu den Kaffeehausrunden. Gut, dann danke, dass ihr da wart und jetzt kommt noch fix unser neues Outro.